Hamburg und aber auch alle anderen, die hier den trotz der etwas irreführenden Einladung, die es zum Teil kursierten, mit anderen unterschiedlichen Daten, dass da trotzdem alle hergefunden haben. Ja, das Thema des heutigen Abends ist ja das Selbstbestimmungsrecht, vom Baskenland bis über alle möglichen Länder bis hin zur Krim. Wir haben diese anderen Länder erwähnt, weil ja in der politischen und rechtlichen Auseinandersetzung je nach Gusto dann beim Selbstbestimmungsrecht unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Wenn die einen das ausüben in Kosovo, das finden wir das gut, oder nicht wir, aber wird das eben für gut geheißen von unserer Regierung. Wenn andere es ausüben wollen, wie sagen wir mal die Kurden oder die Basken oder so, oder jetzt auch die Menschen auf der Krim, dann wird das von unserer Regierung für weniger gut, nicht nur weniger gut, sondern auch für illegal dargestellt. Auch von Juristen. Gut, Juristen, die sind sowas Ähnliches wie Waffenhändler. Ich darf das sagen, weil ich selber einer bin. Und kommt ja immer darauf an, auf welcher Seite man steht. Und dann eventuell vertritt man dann unterschiedliche Auffassungen, weil man eben für eine bestimmte Seite sich engagiert. Gar nicht mal unbedingt, weil man Geld kriegt, aber weil man eben auch parteilich ist. Die Einzigen, die mir da widersprechen werden, sind natürlich die Richter. Weil die Richter sollen ja neutral sein. Und deswegen, aber das ist auch bei den anderen Juristen, geht das eben weniger. Aber deswegen gibt es auch, sagen wir mal, namhafte Juristen, die in diesem Konflikt andere unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ich begrüße alle herzlich erstmal im Namen der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen, im Namen der Rosa-Luxemburg-Clubs Düsseldorf, im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen und auch im Namen des SAK. Das SAK ist ja ebenfalls Mitveranstalter und ich freue mich sehr, dass wir hier im Raum des SAK diese Veranstaltung durchführen können. Das Selbstbestimmungsrecht ist eben Gegenstand unterschiedlicher und kontroverser Auffassungen. Der Grund, weshalb uns das besonders beschäftigt jetzt im Zusammenhang mit der Krim, ist ja, weil daraus so doch eine friedensbedrohende Situation entstanden ist. Und deswegen ist es ja nicht ganz uninteressant zu wissen, wer ist eigentlich für diese Friedensbedrohung verantwortlich, die da entstanden ist. Und da kann man natürlich jetzt eine politische Meinung zu haben und die einen, die fühlen sich vielleicht der einen Seite stärker verbunden, die anderen der anderen. Oder die einen, und für uns ist eigentlich heute Abend im Vordergrund stehen die Frage, wie das völkerrechtlich zu beurteilen ist. Und jetzt einmal kann man damit anfangen, mit dem gewaltsamen Sturz der Regierung Janukowitsch, wie ist das zu beurteilen? Hat das überhaupt eine völkerrechtliche Bedeutung? Einmal, dass sie gestürzt worden ist, aber auch nachher, dass eine Regierung dann praktisch auf einmal im Amt war, die ja zumindest nicht gewählt waren. Nicht? Das ist ja auch, spielt das eine Rolle bei dem, was dann anschließend passiert ist. So, dann haben wir die Frage, wie das mit den russischen Truppen ist, die auf der Krim stationiert sind. Hat das eine bestimmte Bedeutung und welchen Handlungsspielraum hatten die eigentlich? Und eine Zeit lang hat das also ausgesehen, als wären die da aktiv in dem Konflikt mit beteiligt. Wobei das nicht so immer ganz klar war, ob sie jetzt tatsächlich selber beteiligt waren, ob das andere waren oder so. Aber zumindest war in den Medien dieser Eindruck hervorgehoben worden. Dann gab es mit einiger Wahrscheinlichkeit waren ja die Aktiven da, die Militanten, die Gewalttätigen auf beiden Seiten, die waren ja bewaffnet. Die Frage ist, wo kommen eigentlich die Waffen her? Spielt das, wenn es eventuelle Waffenlieferungen gegeben hat, dann hat das ja auch eine Bedeutung. Wenn es Milizionäre gegeben hat auf beiden Seiten, auch das ist ja nicht ganz auszuschließen, dass also Milizionäre auf beiden Seiten aktiv gewesen sind. Wie ist das völkerrechtlich zu beurteilen? Einige jedenfalls nach den Berichten der Journalisten war das wohl der Fall. Aber man auch nicht weiß, ob das immer stimmt, was die Journalisten schreiben. Dann gab es ein Referendum in der Autonomen Republik Krim. Und da ist die Frage, wie das zu beurteilen ist und welche Befugnisse daraus für die Regierung der Autonomen Republik Krim resultiert, ob sie das Recht hatten, aufgrund dieses Referendums jetzt sich der russischen Föderation anzuschließen. So, die Frage ist, ob Russland berechtigt war, sich die Krim sozusagen nach dem erfolgten Referendum die Krim mit wieder in die Föderation reinzunehmen. Die Frage ist aber auch, wie ist es eigentlich mit dem, was der zu Recht natürlich die Einmischung der EU und der USA, des Westens, die ist ja sehr kritisch eben auch kommentiert worden und auch zu Recht,
Aber wie ist es jetzt, wenn zum Beispiel die russische, nicht die russische, sondern die ukrainische Regierung sich doch die Entscheidung trifft, ja, sie wollen der EU beitreten, ganz egal, wie man das jetzt politisch beurteilt, sie wollen der NATO beitreten. Sind das eigentlich irgendwie friedensgefährdende Handlungen oder können sie das? Oder gibt es da irgendwie Begrenzungen, um sich solchen Bündnissen anzuschließen? Nicht? Das ist ja in der Diskussion auch so eine Forderung gewesen, dass die Ukraine neutral bleiben soll und dass sozusagen, dass sie auf keinen Fall der NATO beitreten sollen, dass sie aber auch der EU nicht beitreten sollen. Das war also ein Punkt, der diskutiert worden ist. So, natürlich dann ist interessant, welche friedenssichernden Maßnahmen jetzt eigentlich uns sinnvoll erscheinen. Und damit übergebe ich dann auch schon das Wort an unseren Referenten. Norman Pelch aus Hamburg, Völkerrechtler. Vorher eben Professor für öffentliches Recht, aber eben seiner Tätigkeit war ich Völkerrechtler, aber eben nicht nur so ein Akademiker, eben, sondern uns allen bekannt als Friedensaktivist, als Politiker, als Mitglied im Bundestag. Dankeschön nochmal, dass du heute Abend gekommen bist. Gut, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe euch schon schärfstens dagegen verwehren, hier in irgendeiner Weise die Nähe eines Waffenhändlers. Weder habe ich Waffen, noch derjenige, der bei mir eine Waffe zu kaufen hofft, wird damit irgendwie bedient werden. Also bitte, das Recht ist eine Waffe. Das Problem, Selbstbestimmungsrecht ist ja eigentlich etwas sehr Sperriges, ein typisches juristisches Seminarthema, und wäre mir das vor 2-3 Monaten gestellt worden, dann wäre ich glücklich gewesen, hätte ich vielleicht 2 juristische Examenskandidaten hier als Publikum gehabt, sonst niemand. Aber in den letzten Monaten ist das in der Tat zu einem ganz interessanten und sehr wichtigen Punkt geworden, obwohl wir mit diesem Recht uns eigentlich schon seit den 70er Jahren sehr intensiv haben beschäftigen müssen. Und ich werde zu den Fragen, die mir Thomas ja gestellt hat, erst ganz zum Schluss kommen. Ich muss Sie also auch noch vertrösten, sozusagen auf die, ja, sozusagen die allerneueste Aktualität in der Ukraine dort einzugehen. Denn Selbstbestimmungsrecht, das ist ein altes Recht. Das haben wir schon in der Französischen Revolution gehabt. Dann ist es aber wieder abgetaucht im Magma der Geschichte und ist dann 1918 bei den 14 Punkten von Wilson wieder aufgetaucht, aber es hat nie irgendeinen völkerrechtlichen Status erreicht, bis hin dann zur UNO. Das zunächst einmal dazu. Aber wichtig ist, und was das Ganze interessant macht, in welchem Bereich hat es uns eigentlich zu interessieren? Und das ist ja nicht nur das Baskenland, sondern wenn ich hier heute gerade eine Mail wieder bekommen hat, News from Catalonia, die sagen Folgendes: Gerade in der Reflexion auf die Europawahl, dass in Barcelona und Umkreis es eine Wahlbeteiligung gegeben hat, die exorbitant im Verhältnis zu Spanien überhaupt gewesen ist, nämlich 47,4%. Ich weiß nicht, wie hoch sie hier gewesen ist, aber das war die Wahlbeteiligung. Und vor allen Dingen, es ist für sie ein Test gewesen für ihre Bestreben, unabhängig von Spanien zu werden. Da gibt es eine große Bewegung seit Jahrzehnten, die wir wohl nicht so wahrgenommen haben. Auch die Touristen nach Benidorm oder wo sie dorthin fahren, in die dort betonierte Küste, haben wohl nicht so genau gewusst, dass das in der Tat eine sehr intensive Diskussion dort gegeben hat, und sie konnten jetzt feststellen, dass bei diesen Wahlen die ersten beiden Parteien, die stärksten Parteien, Parteien der Selbstbestimmung und an der vierten Stelle auch noch, Parteien der Selbstbestimmung sind, das heißt Parteien, die eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien fordern. Und sie können mit Recht darauf hinweisen, das haben auch Umfragen immer gegeben, würde es ein Referendum geben, auf das Sie hinstreben im November oder Oktober diesen Jahres, dann würden über 60% der Katalonier für eine Unabhängigkeit votieren.
Das Problem ist nur, gerade hat der oberste Gerichtshof Spaniens in Madrid gesagt, das ist alles verfassungswidrig, das gestatten wir euch auch gar nicht. Und im Augenblick ist also die katalonische Regierung mit der spanischen in einem mächtigen Clinch. Wie machen wir das nun? Und die Katalonen sind nicht gewillt, darauf überhaupt zu verzichten. Das ist auch nur ein Problem. Ich will jetzt weiter nur kurz sozusagen einen Überblick geben, wo uns das eigentlich immer noch begegnet. Klar geworden ist uns das immer beim Baskenland. Seit 1959 gibt es dort die ETA, die ja auch mit Waffengewalt versucht hat, die Unabhängigkeit einseitig von Spanien durchzusetzen. Würde man dort allerdings ein Referendum, was es auch nie gegeben hat, einführen, dann sind Kenner der Szenerie wohl nur überzeugt von ungefähr 35% der Basken würden eine Separation, eine Sezession von Spanien befürworten. Das liegt auch daran, dass gerade die Basken, aber auch die Katalonier einen sozusagen Grad der Autonomie und der Selbstverwaltung gegenüber der Zentralregierung bekommen haben, die weit über das hinausgeht, was zum Beispiel uns föderale Staaten haben oder auch andere Staaten. Aber dazu später. Aber was machen wir denn nun eigentlich? Die Krim kommt nachher noch. Das ist jetzt das, was uns das Ganze wieder aufgeblättert hat. Aber haben Sie eigentlich mitbekommen, dass auch in Venetien es eine Bewegung gibt, die jetzt ein Referendum auch beantragt hat, denn auch die Region des Veneto möchte unabhängig von Spanien sein. Das wird von Kennern derjenigen, die dazu sich nach Venedig begeben, belächelt, nur das kann mal relevant werden, insbesondere wenn es so weitergeht wie jetzt, dass es doch einigen Provinzen und auch einigen sozusagen Völkern gelingt, unabhängig zu werden. Quebec in Kanada, seit Jahrzehnten ebenfalls eine Bestrebung, unabhängig von Kanada zu werden, allerdings auch bisher niemals erfolgreich, weil die kanadische Regierung sagt, das werden wir nie zulassen, dass wir dort ein solches Gebiet autonom sich konstituieren lassen. Aber wir werden im Herbst dann auch die Schotten vor den Türen haben. Und die Schotten wollen ebenfalls unabhängig von England werden. Da gibt es derzeit ein großes Fingerhakeln mit Drohungen, was man gegeneinander machen wird, wenn das nicht gelingt oder wenn das gelingt. Auch das ist eine interessante Erscheinung. Das, wer einmal nach Brüssel fährt, wird es vielleicht nicht merken, aber zwischen Wallonen und Flandern ist es immer auch außerordentlich schwierig. Und es gibt immer wieder Tendenzen der Abspaltung und des Auseinanderdriftens. Und im Augenblick ist es wohl nur das Königshaus, was überhaupt Belgien noch zusammenhält. Aber auch das ist ein großes Problem der Separation, der Sezession. Und überall spielt das Selbstbestimmungsrecht eine Rolle. Aber nicht nur das. Wer erinnert sich noch an Tschetschenien? Tschetschenien 1991 gab es dort ein Referendum zur Unabhängigkeit von Tschetschenien von der Russischen Föderation. Das ist blutig niedergeschlagen worden und ist nicht zu einem Abschluss gekommen. Aber wir sehen es dann auch später, die Russen, die hier natürlich jetzt die Hauptrolle spielen, Abchasien und Südossetien sind bei ihrer Unabhängigkeitsbestrebung von den Russen unterstützt worden, obwohl die Russen es scharf abgelehnt haben und scharf kritisiert haben, als nämlich der Kosovo sich einseitig für unabhängig erklärte. Das war wiederum der Fall für den Westen zu sagen, blendend, wollten wir doch immer, wir wollten doch immer den Balkan zerlegen. Und jetzt, wenn der Kosovo auch noch selbstständig wird, wenn das Serbien, der einzige Problembereich, den wir dort auf dem Balkan noch haben, weiter geschwächt wird, ist doch glänzend. Und da sagten die Russen, nee, das wollen wir nicht, das ist völkerrechtswidrig. Zum Kosovo-Fall dann später noch. Ich will es noch weiterziehen, das Problem. Erinnern Sie sich noch an 30 Jahre einen blutigen Kampf, den die Eritreer gegen Äthiopien geführt haben. Die OAU, die Organisation der Afrikanischen Einheit, hat niemals das unterstützt. Erst dann, obwohl 1962
Eritrea annektiert hatte. Und dann wollten die Eritreer wieder frei werden, aber das ist nicht gelungen, erst nach einem 30-jährigen blutigen Kampf, und dann ist es jetzt auch anerkannt worden. Das ist die Frage auch, was macht man mit einer erfolgreichen Sezession, die man eigentlich als völkerrechtswidrig ansieht. Ich öffne auch hier eine weitere Frage, auch das ist, was macht man mit der Krim, wenn man sie eigentlich ablehnt, dass sie sich abgespalten hat. Aber nehmen wir weitere Fälle, die etwas weiter entfernt ist, aber immer noch, und da ja Deutschland sich jetzt Afrika doch vornehmen will, zumindest militärisch, nehmen wir mal die Westsahara. Die Westsahara, seit 1965 unabhängig vom spanischen Kolonialregime, wurde sofort annektiert von Mauretanien und Marokko. Mauretanien konnte von der Frente Polisario, die sich 1973 gegründet hatte, dann besiegt werden, aber die Marokkaner sitzen dort und besiedeln das Land und annektieren es. Die Frage ist eigentlich, wo ist das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis, die immer noch darauf warten, dass die UNO sie unterstützt mit einem Referendum, gegen das sich Marokko mit der Unterstützung Frankreichs und der USA sträubt. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Problemen und ich will auch nicht eines verschweigen, was man geneigt ist, immer wieder wegzudrücken. Was ist eigentlich mit Palästina? Die PLO hat sich gegründet auch als die legitime Vertreterin des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes. Als solche ist sie anerkannt worden 1974 von der UNO. Und 1974 hat Arafat damals seine berühmte Rede auch halten können und hat immer wieder darauf hingewiesen, dieses ist das Völkerrecht der Selbstbestimmung, auf das wir nicht verzichten wollen. Und zu aller Schluss will ich auch zwei erfolgreiche Sezessionen gleich benennen. Und zwar vor etlichen Jahren hat sich die Tschechoslowakei friedlich aufgelöst in zwei Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Und genauso friedlich allerdings nicht und auch nicht mit den gleichen Folgen hat sich der Südsudan 2011 vom Nordsudan getrennt, allerdings auch auf der Basis eines Vertrages, der 2005 diesen Schritt vorausgesetzt oder vorausgedacht und vorausgesehen hat. Das heißt, das ist der Rahmen, in dem wir dieses sperrige Prinzip der UNO diskutieren haben. Was besagt das eigentlich? Ich hatte darauf hingewiesen, das ist ein altes Prinzip seit der Französischen Revolution. Es ist eigentlich zum ersten Mal konstituiert worden in der Unabhängigkeitserklärung, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1775. Also noch vor der Französischen Revolution, aber dass der sozusagen der Gedankenhumus dieses Rechtes ist in jener Zeit der Spätaufklärung und der Unabhängigkeit entstanden. Nachlesbar und sozusagen juristisch konkretisierbar ist es bei uns erst in den 60er Jahren. Wow. Und zwar gleich an sehr prominenter Stelle, die sehr überraschend war. Und zwar an den beiden Pakten für einerseits die politischen und kulturellen Rechte und zum anderen die sozialen und ökonomischen Menschenrechte. Dort, die sind im Jahre 1966 diejenigen Pakte gewesen, die zum ersten Mal mit Verbindlichkeit für die Staaten der UNO Menschenrechte konstituiert haben. Und jeweils in beiden Pakten, Artikel 1, ist das Recht auf Selbstbestimmung benannt worden. Ich zitiere das einmal. Und zwar heißt es dort, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Dann gibt es einen Absatz 2, auch der ist identisch in beiden Pakten. Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles
sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. Das ist das Recht auf Selbstbestimmung, auf das sich nun alle Völker berufen. Was bedeutet das eigentlich und wie weit ist das eigentlich in der UNO durchgedrückt? Da kommt ein Prinzip oder da kommt ein sozusagen rechtliche Entwicklungsschritt zur Geltung, der eigentlich für alles Recht gilt. Dass es nämlich nicht etwa irgendwie aus dem Himmel gezogen wird. Es ist also kein göttlich gegebenes Recht und es ist auch kein oktroyiertes Recht in diesem Falle, sondern es ist im Wesentlichen erkämpft. Und gerade das Recht auf Selbstbestimmung ist im Grunde ein revolutionäres Recht, gegen das sich insbesondere die alten Kolonialstaaten heftig gewehrt haben in der UNO. Und zwar bedeutet es, dass es ist sozusagen substanziell geworden und es ist auch sozusagen, ja, es ist materielle Kraft geworden in den Befreiungskriegen der Völker Afrikas. Ich erinnere da nur an die Befreiungsbewegung Südafrika, ANC, PAC, Südwestafrika, SWAPO oder Angola, die MPLA, Frelimo in Mosambik, PAIGC in Guinea-Bissau, aber auch die PLO und viel früher die FLN in Algerien. Das waren die Befreiungsbewegungen, die sich gründeten auf diesem Recht auf Selbstbestimmung und sagten, wir wollen die Freiheit, uns selbst zu konstituieren als Staat, getrennt von unseren kolonialen Besatzungen. Und dieses werden wir auch mit Gewalt durchführen. Eine heftige Auseinandersetzung in der UNO. Und zwar muss man auch dazu wissen, die UNO war ja ursprünglich 1945 gegründet, ein sozusagen Privatverein der USA, so muss man das schon sagen. Alle 45 Staaten, die es damals gaben, standen sozusagen in der Tasche der USA. Sie waren alle Kostgänger der USA und votierten genauso wie die USA. Nur das veränderte sich mit der Zeit. Und zwar je mehr alte Kolonial beherrschte Staaten unabhängig wurden, desto mehr entfernte sich auch die sozusagen Klientel der USA von ihnen. Und schon in den 60er, 70er Jahren hatten die USA nicht mal mehr die Majorität an Stimmen in der UNO. Und von dort her konnte dieses Recht auf Selbstbestimmung mit der Forderung auf Unabhängigkeit von den Staaten an sozusagen materieller Gewalt bekommen. Im Jahre 1960 gab es eine sogenannte Dekolonisationsresolution. Die war eben nur deswegen möglich, weil viele ursprünglich koloniale abhängige Staaten unabhängig wurden. Und zwar heißt es dort folgende. Es waren nämlich insgesamt 18 Staaten seit 1945 unabhängig geworden. Und das hatte schon die Mehrheitsverhältnisse in der UNO selber gekippt. Da heißt es, die Unterwerfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung stellt eine Verweigerung grundlegender Menschenrechte dar, widerspricht der Charta der Vereinten Nationen und beeinträchtigt die Sache des Weltfriedens und der weltweiten Zusammenarbeit. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status, gestalten sie frei. 6 Jahre später wurde das in den Menschenrechtspakten von 1966 dann noch einmal kodifiziert als Vertragsrecht. Dies war nur eine Resolution der UNO. Das wurde auch übernommen dann in die Charta der OAU, der Organisation der Afrikanischen Staaten, und ich greife etwas vor, 1975 auch in die Helsinki-Charta. Das heißt, es war ein Prinzip, welches stark gemacht wurde im Befreiungskampf der kolonisierten Völker gegen ihre Kolonialmächte, aber dann doch sozusagen zu einer gesellschaftlichen, weltgesellschaftlichen Kraft insgesamt der ganzen Welt wurde und in der UNO dann zu einem Prinzip wurde, von dem wir sagen, dann, Mitte der 70er Jahre, es war jus cogens, das heißt zwingendes Recht. Und das ist etwas, wenn man das sozusagen mit deutschem Recht vergleicht, das ist sozusagen Grundrechtsrecht.
Niveau hat es, obersten Charakter, was eigentlich auch vertraglich nicht mehr verändert werden kann. Es gibt mehrere Prinzipien, ich komme ein dem widersprechenden Prinzipien dann später zu sprechen, aber dieses war etwas, was damals sich durchsetzte, weil sich die Befreiungsbewegung militärisch durchsetzte. Und das war ein weiteres Problem, denn das Selbstbestimmungsrecht, wie kann man das eigentlich durchsetzen? Die Frage des Instrumentes. Und damals war für die Befreiungsbewegung kein anderer Weg möglich, FLN zum Beispiel, als der militärische Kampf. Man musste das, was heute und auch damals immer wieder als Terror angesehen wurde, musste man durchführen, weil man, auch damals war es eben schon ein asymmetrischer Krieg, der von den Befreiungsbewegungen gegen Portugal, gegen Frankreich, gegen England oder Südafrika geführt wurde, weil man nicht die gleiche militärischen Möglichkeiten hatte. Und die musste man zu Mitteln greifen, die heutzutage als Terror angesehen wird. Ich erinnere da damals sehr genau die Diskussionen mit einigen Kämpfern der FLN in Algerien, denen wir die Frage stellen, warum sie denn zu dem Mittel griffen, dass sie sozusagen Sprengkörper in die Papierkörbe in den Restaurants sich entfernten und dann die Papierkörbe hochgehen zu einem Terroranschlag. Dass sie darauf antworteten, ja, hätten wir die Hubschrauber, die unsere Gegner haben, dann würden wir die benutzen. Dann würde niemand dagegen Einspruch erheben. Aber wir haben nur diese Mittel. Wir haben keine anderen Mittel, sonst ginge es nicht. Und in der UNO wurde auch dieses zur Abstimmung gestellt. Und gegen die Stimmen der alten Kolonialmächte, also das sind die europäischen gewesen, wie aber auch die USA natürlich, ist es damals von der Mehrheit der Staaten anerkannt worden, dass diese Befreiungsbewegungen, die ja noch keine Staaten waren, ihren Kampf mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln durchführen konnte. Das war der Freibrief auch für militärische Mittel. Sie waren also nicht darauf angewiesen, sozusagen immer, wenn sie auf die eine Backe was hatten, christlich noch die andere Backe hinzuhalten, um auch dort noch geschlagen zu werden, sondern sie konnten zurückschlagen. Dieses ist dann später auch noch festgestellt worden in weiteren Resolutionen. Ich will noch eine vorlesen. Es gibt die sogenannte Prinzipiendeklaration von 1970, die sagen, die Summe aller Rechte zusammengefasst hat, die zwischen Völkern zu gelten haben, die ein gewisses zivilisatorisches Niveau erreicht haben. Und dort wurde das Selbstbestimmungsrecht auch in jenem sozusagen Fassung akzeptiert, die zur Sezession von einem anderen Staat die Möglichkeit gab. Und zwar heißt es dort, die Gründung eines souveränen und unabhängigen Staates, die freie Vereinigung mit einem oder die freie Integration in einen unabhängigen Staat oder die Erringung irgendeines anderen durch das Volk frei bestimmten Status ist gewährleistet. Das heißt, es ist genau das eigentlich, was Krim jetzt gemacht hat. Die haben sich erstmal unabhängig erklärt und dann haben sie sich einem anderen Staat angeschlossen. Sie hätten aber auch sagen können, wir wollen alleine bleiben, wir wollen eine sozusagen neue russische Republik gründen oder so etwas. Das ist nach diesen rechtlichen Grundlagen und Prinzipien der UNO damals auch möglich gewesen. Das Problem ist aber ein weiteres. Die Geschichte ist weitergegangen. Die Dekolonisierung ist bis auf einige Fälle ist sie eigentlich abgeschlossen. Wir haben die Westsahara noch, wir haben auch Palästina, ein Kolonialproblem nach wie vor, immer noch, das ist noch ungelöst, aber die übrigen Staaten Afrikas sind unabhängig geworden und nichts ist eigentlich übergeblieben. Es gibt so einige Suriname und so etwas, aber das will ich nicht, vielleicht wird auch Spanien Gibraltar noch darunter nennen, es ist, weiß ich nicht. Das Problem ist dann, wie gehen wir weiter? Denn wenn man sich Afrika ansieht, dann besteht Afrika aus nicht nur den 40 Staaten oder so ungefähr, sondern aus mindestens 500 bis 600 Völkern.
geben wir allen Völkern das Selbstbestimmungsrecht mit der Konsequenz der Sezession von ihren Städten. Und da sagte die OAU, die Organisation der afrikanischen Staaten, nein, das können wir nicht garantieren. Und das wollen wir auch nicht, weil das nämlich die Gefahr weiterer Kriege, enormer Zerstörung und Auseinandersetzungen heraufbeschwört. Dann würde, wenn das geschehe, Afrika sehr bald so aussehen wie ungefähr Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg. Und dieses ist eine allgemeine Erkenntnis gewesen, die schon formuliert worden ist im 19. Jahrhundert in Lateinamerika. Und zwar der Dekolonisierungsprozess in Lateinamerika ist ja schon sehr viel früher gewesen. Dort sind die Staaten schon in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts unabhängig von Spanien geworden. Spanien hat sich zurückziehen müssen. Und dort hat sich schon das gleiche Problem ergeben. Was machen wir, wenn wir Spanien rausgeschmissen haben? Sollen wir die Grenzen, die die Kolonialmacht damals gezogen haben, genauso willkürlich wie auch in Afrika, eigentlich akzeptieren oder sollen wir das Ganze nochmal durch den Wolf drehen und was dann herauskommt, die einzelnen Völker, zum Teil Mini-Völker, sollen wir denen alle staatliche Souveränität geben? Und da gab es ein Diktum, was heutzutage sehr kurz mit lateinischen Worten, zwei lateinischen Worten umfasst wird, uti possidetis. Das bedeutet, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Was ihr besitzt, das soll es bleiben. Und zwar keine weiteren Grenzverschiebungen, wenn die Kolonialmacht rausgeworfen ist. Dieses hat sich zu einem völkerrechtlichen Prinzip der territorialen Integrität erweitert, wie es dann auch in der UNO-Charta in Artikel 2 dann festgelegt worden ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei Probleme. Oder ein großes Problem mit zwei Prinzipien, die im Grunde auf gleicher juristischer und strategischer Höhe einzuschätzen sind. Einmal das Recht auf Selbstbestimmung mit der Möglichkeit der Sezession und zweitens das Recht auf territoriale Souveränität und Integrität. Das heißt, ein Land darf nicht weiter sozusagen auseinandergebrochen wird. Ein Recht, was insbesondere Bedeutung hatte gegenüber den zahlreichen Interventionen der USA, aber auch der Europäischen Union und der NATO, das dagegen steht. Und wie geht man da um? Die OAU, die UNO und die ganz überwiegende Völkerrechtslehre hat daraus folgenden Schluss gezogen. Es ist richtig, um Frieden auch in diesen Ländern zu garantieren, die Hauptaufgabe der UNO nach 1945, sagen wir, dieses Recht auf Selbstbestimmung hat sich nach der Dekolonisierung, das heißt nach der Befreiung von den Kolonialmächten, zu beschränken auf Autonomie, Selbstverwaltung und eine Art von Föderalismus. Das heißt, dort, wo diesen Völkern in einer bestimmten Grenze auch die Autonomie, die Grundrechte und Menschenrechte garantiert werden, dann haben sie eigentlich das, was sie wollen. Denn es ist kein nationalistisches Prinzip, das Prinzip auf Selbstbestimmung, dass es sich sozusagen darin erschöpft und darin verwirklicht, dass man einen eigenen Staat hat, sondern das Wesentliche ist, dass man die Grundrechte garantiert bekommt, die Menschenrechte, dass man sein Recht auf kulturelle Identität, auf sprachliche, religiöse, ökonomische Selbstverwaltung, dass das verwirklicht wird. Und wenn diese Rechte verwirklicht sind, dann reduziert sich das Recht auf Selbstbestimmung zu einem Recht auf Selbstverwaltung, Autonomie und so weiter. Ich kann das illustrieren durch den Kampf der Kurden. Seit 1923, der Gründung der Türkei nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs durch Atatürk, war den Kurden von Atatürk, weil sie ihn im Kampf gegen Engländer und Franzosen unterstützt hat, zugesagt worden, einen eigenen Staat zu bekommen. Das war auch in einer Konferenz von Lausanne ihnen damals avisiert worden. Aber sobald
Atatürk an die Macht kam, nach ein paar Jahren, wandelte sein sozusagen Politik gegenüber den Kurden in eine heftige und harte Assimilierungspolitik. Es war nichts mehr von Selbstbestimmung, auch nichts mehr von einem eigenen Staat die Rede. 1984, ich überspringe die Aufstände und die Auseinandersetzungen der Kurden mit der türkischen Regierung, 1984 ergriff dann die PKK unter Öcalan die bewaffnete Gewalt gegen die Türkei, um das Recht auf Selbstbestimmung zu erreichen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Folgendes dazu sagen. Im Jahre 1994, also 10 Jahre danach, es gab immer noch die militärischen Auseinandersetzungen, hatte die Bundesregierung die PKK als eine terroristische Vereinigung deklariert. Die PKK klagte dagegen, das Ganze ging vor das Bundesverwaltungsgericht in Berlin und die PKK bat mich da um ein Gutachten. Was sei eigentlich der juristische Status dieser PKK? Und ich bin nach dem, was ich hier auch alles so erklärt habe, zu dem Ergebnis gekommen, nein, die PKK ist eine klassische Befreiungsbewegung. Denn der Status, in dem sie in der Türkei seit 1923 lebt, ist der Status eines kolonial besetzten Volkes. Denn was damals negiert wurde, erstens, dass es überhaupt ein kurdisches Volk gab, das war übernommen worden, auch von der deutschen Regierung. Und zweitens sah man auch nicht, dass dieses kurdische Volk ja nicht nur 15 Millionen in Südostanatolien hatte, sondern darüber hinaus auch insgesamt, man rechnet mit ungefähr 40 Millionen, Iran, Irak, jetzt wird es auch relevant im Norden, Nordosten Syriens, einige sogar in Aserbaidschan. Das heißt, ein riesiges Volk, eines der einzigen großen Völker, die nie eine staatliche, sozusagen nationale Verfassung gehabt haben. Aber jetzt wollten sie auf jeden Fall weg von der Türkei, weil sie sich sagten, wir kriegen nicht die Grundrechte und Menschenrechte, die wir brauchen, um unsere Selbstbestimmung durchzuführen. Das war meines Erachtens berechtigt, weil in der Tat, wenn man sich das noch einmal zurückerinnert, die Politik der Türken gegen die Kurden eigentlich ein Skandal, nein, nicht ein Skandal, sondern kriminell war. Sie haben immer versucht, die Kurden militärisch zu besiegen und sie sozusagen zu unterdrücken. Es gab weder sprachliche, noch gab es irgendwie religiöse Autonomie, von einer politischen oder einer wirtschaftlichen ganz zu schweigen. Und in diesem Falle, und das ist auch jetzt herrschende Meinung eigentlich, zumindest von solchen Völkerrechtlern, die nicht immer wieder gekauft werden durch ihre Regierungen, was die gerne tun, dann möglich zur Sezession zu greifen, wenn diesen Völkern nachhaltig die Grund- und Menschenrechte vorenthalten werden. Denn dann ist ihnen nicht mehr zuzumuten, unter sozusagen dem Diktat, eigentlich dem kolonialen Diktat eines Staates zu leben. Und das war damals der Fall. Also, die Nachdekolonisations-Selbstbestimmungsrecht, welches zusammengeschrumpft war auf die Forderung nach Selbstverwaltung, erweitert sich dann wieder zu einem Sezessionsrecht, wenn die Zustände, unter denen ein Volk leben musste, so inakzeptabel sind, dass ihnen die Grund- und Menschenrechte nachhaltig vorenthalten werden. Das war in der Tat 1994 der Fall und ich kam zu der Überzeugung, dass der bewaffnete Krieg aufgrund auch dieser ganzen völkerrechtlichen Entwicklung in der UNO berechtigt war. Ich glaube, niemand wird, oder alle werden der Überzeugung auch sein, das Bundesverwaltungsgericht hat das nicht akzeptiert, diese Argumentation, sondern hat die Klassifizierung der PKK als eine terroristische bzw. kriminelle Vereinigung auch sanktioniert. Das ist bis heute noch so. Die Bundesregierung hält bis heute noch dran, obwohl 1995 Öcalan und auch die PKK sich von ihrer Forderung eines separaten Staates, einer Sezession, distanziert haben. Und seit 1995 klar sagen, wir
fordern unsere Selbstbestimmung nur als Autonomie, Selbstverwaltung in den Grenzen der Türkei. Dass unsere Presse das immer noch nicht kapiert, sozusagen, das ist eine andere Frage. Aber das ist, ob sie es nicht wissen oder zu dumm sind oder sich überhaupt nicht damit beschäftigen und das sich auch nicht informieren, ist ja etwas anderes. Im Augenblick wird immer noch von der PKK, von den Kurden, von ihrem Streben nach einem eigenen Staat geredet. Es mag kurdische Gruppen und auch Einzelne geben, die da immer noch von träumen. Das ist ganz klar, weil die Bedingungen in der Türkei immer noch nicht gut sind. Aber das gleiche Problem ist jetzt auch in der allmählich autonomen Provinz Rojava im Nordosten des Syriens. Auch die betonen, wir wollen nur föderale Selbstbestimmung, Selbstverwaltung und Autonomie in den Grenzen Syriens, weil sie genau wissen, welche Probleme es mit sich bringt, wenn sie die Unabhängigkeit und die Sezession verlangen. Das ist die Situation heute. Das heißt, wir haben zwei Prinzipien, die sich gegeneinander eigentlich aufheben. Das Selbstbestimmungsrecht, was bis zur Dekolonisation und ihre sozusagen Vollendung in den 90er Jahren die Sezession zuerkannt hat, aber dann das Prinzip der territorialen Integrität eigentlich das sozusagen übergeordnete Prinzip wurde, dass man sagte, um Frieden zu halten, werden wir das sozusagen jetzt gegen das Selbstbestimmungsrecht Kraft Sezession richten. Das bedeutet nicht, dass keine Sezession überhaupt mehr möglich ist, wie das Beispiel Tschechoslowakei ja gezeigt hat. Nur die Voraussetzungen dafür sind die, dass eine Sezession, eine Separation von Völkern nur dann möglich ist, wenn sie einverständlich mit allen durchgeführt wird. Also Quebec kann sich für unabhängig erklären, wenn Kanada zustimmt. Das ist in Katalonien, Baskenland und so weiter, auch Schottland, genau das Gleiche. Und das ist auch bisher immer so auch akzeptiert worden. Bis hin dann zu dem Kosovo-Fall. Und zu dem muss ich noch, bevor ich dann zur Krim komme, auch nochmal kommen. Denn dort gab es plötzlich eine andere Entwicklung. Das ist noch kurz erinnerlich, es gab einen völkerrechtswidrigen Überfall der NATO 1999 auf Jugoslawien. Das heißt, was man immer schon wollte, nämlich den Balkan zerlegen in separate Staaten nach dem alten Prinzip Divide et Impera. Kleine Staaten kann man besser beherrschen und vor allen Dingen zwischen Sowjetunion und Europa, dieser Balkan ist uns zu unsicher. Das hatte man erreicht. Und jetzt ist die Frage, wie konnte man Serbien, die übergebliebene, sozusagen Kuba in Europa, wie konnte man das noch weiter schwächen? Und dort fand man dann die Wege, dass man den Kosovo für unabhängig erklärte. Deutschland war eines der ersten Staaten, die das auch akzeptiert hatten. Was interessant ist insofern, nur dann, wenn man sich daran erinnert, dass Deutschland, die Bundesrepublik, immer das allerletzte Land war, die Unabhängigkeit einiger afrikanischer Staaten anzuerkennen. Weder Deutsch-Südwestafrika, also Namibia, noch Angola, Frelimo, PAGC, also Guinea-Bissau. Deutschland war immer dann das letzte Land, wenn dann sich die USA entschlossen hatte, dann betrat auch Deutschland die Schleimspur und konnte sich dazu entschließen, das Land anzuerkennen. Und hier war es das Erste. Bitte? Die Bundesrepublik hat ja auch die Unabhängigkeit Bayern zugestimmt. Ja, gut, das ist ein allerletztes Problem, was wir vielleicht in der Diskussion dann auch noch behandeln können. In diesem Falle ist es nun so, dass Kosovo sich im Juli 2008 für unabhängig erklärte, sofort anerkannt wurde, allerdings nur von einer begrenzten Anzahl von Staaten. Spanien zum Beispiel hat es bis heute nicht anerkannt, aus guten Gründen. Auch Russland nicht, viele Staaten nicht. Es sind ungefähr so knapp 100 Staaten, die den Kosovo anerkannt haben, die anderen alle nicht. Serbien hat sofort dann vor dem Internationalen Gerichtshof geklagt. Und dort kam nun eine sehr überraschende Entscheidung zustande.
10-4 Stimmen, die sagten, die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo ist völkerrechtlich nicht zu beanstanden. Es gibt kein Verbot der Unabhängigkeitserklärung durch solch einen Staat. Das hat zu sehr harten Auseinandersetzungen gegeben. Nicht nur Russland hat dort protestiert, sondern sehr, sehr viele andere Staaten, China auch. Die haben ja auch das Tibet-Problem und so weiter. Es gab also auch in der Völkerrechtslehre ist dieses Urteil hart kritisiert worden. Es gab selbst viele oder vier separate oder dissentierende Gutachten, die sagten, das geht so nicht. Denn damit öffnet ihr die Pandora-Büchse der sozusagen einseitigen Separationen, was wird das bringen? Das war auch die politische Reaktion der meisten, die auf den Kosovo so reagiert hatten, weil sie sagten, wenn das üblich wird, was sagen wir dann den Basken, was sagen wir dann den Kurden, was sagen wir dann den Katalanen und so weiter. Dieses Urteil ist auch ein Gutachten, es ist kein Urteil, es ist ein Gutachten, welches nicht verbindlich ist. Aber es ist ein Gutachten und schließlich ist das die höchste juristische Institution, der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Aber es ist in sich widersprüchlich, denn gleichzeitig bestätigen sie die territoriale Integrität Jugoslawiens. Und da mache man sich nun einen Reim drauf. Einerseits wird gesagt, ja, die territoriale Integrität ist garantiert, andererseits aber wir nehmen euch dann doch den Kosovo. Diese Diskussion hält bis heute vor und je nachdem, mit wem man diskutiert, Befürworter dieses Separationssystems, sozusagen die Spitze der Grünen, Cohn-Bendit, Freiheit, 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 Selbstbestimmung und so weiter, die sagen, ja, das muss sein. Ob sie das auch in Spanien so reden, das weiß ich nicht. Und ob sie das auch bei Italien, Südtirol und so weiter so reden oder Schottland. Aber hier, Krim und Kosovo, das war gen Osten gerichtet, immer ihre Forderung. Das Problem ist nur, wie machen wir das? Denn das Wesen des Völkerrechts ist eigentlich, das ist doch die einzige Leitlinie in dieser Welt ist, die von allen Staaten akzeptiert wird und qua ihrer Mitgliedschaft in der UNO. Alle Staaten, bis auf ganz wenige, sind Mitglied der UNO. Und nur deswegen Mitglied, weil sie akzeptiert haben die Grundsätze der UNO-Charta, also das Grundsatz auch der territorialen Integrität, des Selbstbestimmungsrechts und so weiter. Und wenn das jetzt mal so interpretiert wird, dann kann ich auch zum Stammtisch zurückgehen oder zur christlichen Moral. Die sagt mir dann auch mal so und mal so. Das kann ich dann so wissen, wie ich das gerne hätte. Und das ist das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Das Interessante dabei ist, und das muss ich jetzt auch sagen, bei aller Sympathie, die Russen haben die Kosovo-Sezession scharf kritisiert. Aber schon bei der Unabhängigkeitserklärung von Abchasien und Ossetien haben sie ihre Kritik natürlich zurückgehalten. Und jetzt haben sie die Krim, ob eine Annexion oder eine Anerkennung der Sezession, das will ich im Augenblick, das können wir vielleicht in der Diskussion auch noch erörtern, dieses ist aber ein weiterer Sündenfall. Das erinnert mich stark an einen früheren Sündenfall. Da müssen wir nochmal ganz zurückgehen in die Geschichte der UNO ins Jahr 1951. Viele von Ihnen waren noch gar nicht mal geboren, insofern kennen Sie das nicht. Das war der Koreakrieg. Damals hatte die Sowjetunion sich aus dem Sicherheitsrat entfernt, in dem Koreakrieg, weil sie sagten, solange die VR China nicht Mitglied in der UNO, nicht anerkannt ist, solange werden wir auch nicht dort sein. Das hat damals Dean Acheson, schlau wie eine Schlange, dazu benutzt, dass er sagte, gut, wenn dadurch jetzt der Sicherheitsrat blockiert ist, dann werden wir eine Resolution durchsetzen, und zwar in der Generalversammlung auch, die so berühmte Resolution Uniting for Peace, also wir vereinigen uns für den Frieden. Das bedeutet, wenn der Sicherheitsrat durch ein Mitglied blockiert ist, dann kann die Sache an die Generalversammlung
überwiesen werden und die kann da entscheiden. Ein klarer Verstoß gegen die UNO-Charta, denn die UNO-Charta hatte gesagt, alle Fragen des Friedens werden einverständlich mit Ausschluss des Vetorechts in dem Sicherheitsrat entschieden. Das war durchgesetzt. Die Sowjets konnten, weil das natürlich genau gegen sie gerichtet waren und sie waren ausmanövriert. Gut, 5 Jahre später war die Szene eine andere. Damals herrschte die Suez-Krise. Und zwar, Israel hatte England und Frankreich dazu überreden können, Ägypten zu überfallen, um die Nationalisierung des Suezkanals rückgängig zu machen. Damit bemächtigten sich diese 3 Staaten des Suezkanals. Das gefiel weder den Sowjets noch der USA und den anderen, aber der Sicherheitsrat war blockiert wegen des Vetos der Engländer und der Franzosen. Die sagten, darüber entscheiden wir nicht, denn sie waren Vetomächte. Und da griff die Sowjetunion zu jenem Instrument, was sie 5 Jahre lang so heftig bekämpft hatte, nämlich zur Uniting for Peace Resolution, und sagte, wir transferieren das ganze Problem in die Generalversammlung und da haben wir die Mehrheit. Im Ergebnis wurden England und Frankreich rausgeschmissen, Israel auch, der Suezkanal wurde wieder geöffnet. Aber jetzt war es natürlich durchbrochen, dieses Prinzip. Und heute müssen wir sagen, hat diese Möglichkeit eigentlich gegen die UNO-Charta, nämlich eine Friedensfrage vom Sicherheitsrat in die Generalversammlung zu transportieren, völkergewohnheitsrechtliche Anerkennung. Es gibt seitdem 10 sogenannte Sonder-UNO-Generalversammlungen und Konferenzen eingerichtet worden, die das ermöglichen. Das heißt, jetzt auf diesen Fall der Krim. Wir haben es ganz, um es klar zu sagen, um einen Völkerrechtsverstoß zu tun. Denn nach den Kriterien, die ich eben aufgegeben habe und die eigentlich in der Völkerrechtslehre wieder insgesamt anerkannt sind, darf ein Staat oder ein Teil eines Staates, ein Volk, sich nicht einseitig unabhängig erklären. Das gilt für die Katalanen genauso wie die Quebecois, wie die Schotten und für die Basken und alle anderen auch, die Venezianer und die Südtiroler. Sondern das geht nur im Konsens, weil das alleine die Möglichkeit auch ziviler und friedlicher Auseinanderdividierung garantiert. Beispiel Tschechoslowakei, Tschechien und Slowakei. Das Problem ist nur, wie gehen wir damit um, wenn dann plötzlich gesagt wird, ja, aber der internationale Gerichtshof hat das hat er ausdrücklich gesagt, dies sei ein Sonderfall, wobei man nicht wissen kann, was ist eigentlich dann immer je ein Sonderfall. Das kann man für alle anderen Fälle dann auch sagen. Und in diesem Fall ist das eine offene Frage geworden. Einige meinen, es sei eine Annexion gewesen, was die Russen dort gemacht haben. Das ist in der Tat strittig. Ich will da nicht ins Einzelne gehen. Die Entscheidung darüber liegt in dem faktischen Verhalten. Wenn nämlich die Russen dort, ihre dort 25.000 wohl, die dort stationiert waren, mit einem Vertrag, hatten aus den Kasernen herausgeholt und die dann sozusagen auch die Sezession durchgeführt haben, kann man durchaus von einer Annexion sprechen, weil sie ihre Militär nicht in den Kasernen lassen haben, sondern weil sie sie eingesetzt haben. Wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn die alle brav gewesen sind und eigentlich nur den Verkehr geregelt haben, dann muss man davon ausgehen, es war eine Sezession durch ein Referendum, was aber sowohl nach der 64er Verfassung in Kiew wie aber nach dem Völkerrecht nicht rechtmäßig war. Und dann war die Anerkennung dieser Sezession auch durch die Russen nicht völkerrechtsgemäß. Wie das der IGH jetzt entscheiden würde, darüber bin ich gespannt, wenn er das zur Diskussion und zur Entscheidung bekäme. Das sollte man durchaus, um Klarheit in dieser Frage zu erhalten, ihm noch einmal vorlegen. Die Frage, die
du aufgeworfen hast. Was ist eigentlich mit der Regierung der Jan, wie heißt der? Nicht? Janukowitsch oder der neue, der Jan. Es ist interessant, dass ich mir der schon entfallen ist, weil er wahrscheinlich auch ab nächste Woche auch nicht mehr dort sitzen wird. Yatsenyuk, das ist in der Tat ein Putsch gewesen. Und das ist auch den westlichen Regierungen durchaus klar, dass das nicht mit den rechten Dingen zugegangen ist. Denn Janukowitsch hat zwar das Land verlassen, aber das bedeutete nicht, dass er seinen Posten aufgeben wollte, sondern er ist nachdem, ich glaube am 21. März war das, dort die polnischen, französischen und deutschen Außenminister zusammen mit ihm einen Vertrag ausgehandelt hat, der eine Interimsregierung eigentlich aussetzen wollte, aber der Maidan gesagt hat, daran halten wir uns nicht, das wollen wir nicht, und Janukowitsch bedroht haben, ist er außer Landes gegangen, aber hat sich nicht von seinem Präsidentenamt verabschiedet. Das heißt, juristisch, formal gesehen, war der Mann noch Präsident. Und die sich an seine Stelle gesetzt haben, waren auch nach dem Verfassungsrecht nicht legitimiert. Wenn dann irgendein deutscher Politiker mit dem Namen Söder sagt, naja, in revolutionären Situationen, da zählt das Verfassungsrecht nicht so sehr, dann sollte man ihn an andere Situationen dann erinnern. Danach ist nämlich Janukowitsch durch das Parlament auch abgesetzt worden. Aber auch das hatte wiederum einen Haken. Nach der Verfassung war eine Stimmenmehrheit von 75% notwendig, aber es gab nur 72,8%. Kann man natürlich sagen, was sind so 2,2%? Darüber können wir hinweggehen. Nur, wenn man verfassungsrechtlich denkt und völkerrechtlich, dann muss man schon sagen, nein, auch das war keine richtige Verabschiedung eines Präsidenten aus seinem Amt. Das heißt, wir haben es nach wie vor mit einer damals, jetzt ist das geheilt, aber rechtswidrigen Regierung. Ein kleines sozusagen Ausflug in eine andere Frage. Ich bin heute gefragt worden, wie ist das eigentlich? Die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, hat es syrischen Staatsangehörigen, die hier in Deutschland wohnen, verboten, bei den Wahlen, die am 3. Juni in Syrien stattfinden soll, in Deutschland zu wählen, beziehungsweise sie haben das der Botschaft und dem Konsulat verboten. Gleichzeitig aber, deswegen komme ich da drauf, alle Ukrainer, die hier lebten, durften an der ukrainischen Wahl an sich, die Wahl, die einberufen worden ist von einer Regierung, die nicht rechtmäßig war, teilnehmen. Und sie dürfen auch bei der nächsten Wahl in Ägypten, wo es um den Sisi geht, auch wählen. Auch eine verfassungsrechtlich problematische Situation, auch dort hat es einen Putsch gegeben gegen einen gewählten Regierung. Das heißt, es wird hier in all diesen Bereichen mit sehr viel mehr Standards operiert, als man eigentlich in der Juristerei anwenden dürfte. Ein letzter Punkt, dann höre ich auch endlich auf. Die Frage ist, uns steht ja noch ein Referendum bevor, es ist gewesen im Donbass. Und dort hat man ja ebenfalls das weiß man nicht so ganz, ich bin mir nicht klar gewesen, ob wirklich für die Unabhängigkeit oder nur für Autonomie, Selbstverwaltung und eine föderale Entflechtung von der Kiewer Regierung. Aber gehen wir mal davon aus, wenn das wirklich ein Votum ist für eine Abspaltung des Donbass, der beiden Lugansk und Donetsk, der beiden Provinzen. Das wäre nach Völkerrecht, nach bisherigem Standard nicht rechtmäßig. Und Putin täte auch gut daran, nicht das zu sagen, in der gleichen Weise wie die Krim dann sich eventuell einzuverleiben, wo ich auch der Überzeugung bin, das tut er nicht. Dazu ist er viel zu klug. Im Gegensatz zum Mainstream, hier halte ich den für einen relativ
klugen, zwar nicht Demokraten, aber wohl doch klugen Politiker, der genau weiß, was er macht. Und ich bin auch nicht der Überzeugung, dass das, was man ihm vorwirft, sozusagen ein imperialer Ausgriff auf den Westen gewesen ist, wie das ja bei den USA immer der Fall gewesen ist, sondern dass das eine Verteidigung war, was das juristisch nicht verändert, aber vielleicht politisch doch in einem anderen Licht erscheinen lässt, als dass man ihm immer vorwirft, dass er jetzt den nächsten Griff auf Lettland, Litauen und Estland machen wird und dann vielleicht noch auf Polen. Und vielleicht will er auch den Osten Deutschlands noch haben. Dieser Ausblick möchte ich schließen und danke für die Aufmerksamkeit. Du bist hier nach oben. Ja, vielen Dank nochmal. Und damit ist natürlich nicht nur eine Zuhörveranstaltung, sondern auch eine Frage- und Diskussionsveranstaltung. Und die Diskussion und Fragerunde ist damit eröffnet. Ja, ich versuche mir das zu merken, weil ich jetzt den Namen nicht weiß, aber ich mache mal das hier kurz Zeichen. Das war aber gemerkt. Ja. Bitte. Gut, danke schön. Wir sammeln noch ein bisschen, zwei, drei Wortmeldungen. Darf ich die da hinten bitte? Ja. Ich hätte das so verstanden, dass Sie gesagt haben, die Abspaltung der Krim war illegal, weil sie nicht im Einvernehmen stattgefunden hat. Ist denn die Regierung in der Ukraine, die Sie ja als an die Macht geputscht dargestellt haben, ist sie denn überhaupt dazu befugt, zu sagen, nein, wir sind nicht einverstanden? Oder müsste man nicht eher sagen, naja, der noch gewählte Präsident wurde ja gar nicht gefragt? Und wird das dann damit nicht vielleicht auch noch wieder ein bisschen schwammiger? Ja. Okay, dann noch eine Wortmeldung hier bitte. Ja, ich habe noch eine Frage mit der Aufzählung der Staaten. Was ging doch mit Slowenien los? Also da haben wir eine ganze Menge Staaten auf dem Balkan gehabt. Also wir haben so viele Staaten genannt, aber es ging doch in Slowenien los. Ja. Und das Zweite ist, ich habe so die Argumentation vom Gregor Gysi, den ich sehr schätze, nicht verstanden, dass er immer gesagt hat, das ist völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht gibt nur her, dass man sagt, wir sind nicht einverstanden und man kann gehen, so habe ich ihn verstanden, aber man kann nicht das Land mitnehmen. Da würde ich gerne mal Ihre Meinung zu. Ja, gut. Wollen wir noch zwei dazu nehmen? Oder nee, das ist schon, ja. Das gibt mir wieder Stoff für eine weitere Stunde. Ja, Sie haben mich vollkommen recht verstanden. Ich selber, wenn ich politisch argumentiere, hätte zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn die
Bayern sagten, wir wollen raus. Wenn sie nicht gleichzeitig ihre Grenzen schließen. Ich würde gerne immer nach München oder so fahren. Ich bin immer, habe ich nie einen Hehl daraus gemacht. Ich war immer dafür, dass es 4 deutschsprachige Länder gibt. Neben der Schweiz, Österreich, ein Ostdeutschland und ein Westdeutschland. Wenn es so ist, Schengen, man kann überall hinreisen. Wieso muss Österreich denn deutsch sein, wenn ich dorthin reise, die Schweiz? Das ist für mich ebenfalls. Also außerdem würde Deutschland nicht zugrunde gehen, wenn BMW also in München weiter produziert wird und in einem unabhängigen Staat. Das ist auch für andere so. Insofern hat das viel für sich, wenn es einen so nachhaltigen Wunsch gibt, unabhängig zu werden und einen eigenen Staat. Es gibt keinen Grund zu sagen, ihr seid zu klein. Es ist so, dass ich glaube 60% der ausländischen Investitionen in Spanien, in Barcelona und Umgebung getätigt wird. Das ist ein sehr industrialisiertes, genauso wie das Baskenland. Die sind in der Lage, genauso wie IFNI, San Marino und so weiter, es gibt 2 Staaten, die auch lebensfähig sind. Das ist nicht das Problem. Der einzige Grund, den ich befürchte, ist, wenn es nicht einvernehmlich gilt, geht es eben nur mit Gewalt. Wir haben das mit dem Fall Tschetschenien ja gesehen und in anderen Bereichen auch. Tschetschenien, gut, das war nun mitten in Russland, da ist auch niemand, hat da eingegriffen. Das würde genauso, wenn New Mexico plötzlich raus will aus den USA, die würden nicht anders da handeln. Das ist das Problem auch, dass die OAU in Afrika sagte, wenn wir das freigeben, dass jeder Staat, nehmen wir mal Nigeria, ein, was man seit eigentlich 10 Jahren wusste, ein vollkommen kaputtes Land, was kaputt gemacht worden ist durch die Investitionen und wo es ist ja viele, das gibt die Hausa, die Ogonis und so weiter, die dort unabhängig werden würden, wenn das sich sozusagen unabhängig, da die Unabhängigkeitsbewegung sich durchsetzen würden, es würde ein Blutbad ohne Ende geben. Das würde nicht so wie im Sudan und auch nicht so wie in der Tschechoslowakei laufen. Und das ist die einzige pragmatische Begründung auch dafür, dass man sagt, nein, die territoriale Integrität ist eines der höchsten Prinzipien der UNO-Charta. Historisch, das will ich noch einmal wiederholen, kam das ja eben schon aus der Befreiungsbewegung in Lateinamerika im 19. Jahrhundert, dass sie sagten, wir haben uns von der sagen, dominanten Kolonialmacht Spanien befreit. Wenn wir jetzt uns auch noch sozusagen zerlegen, dann wissen wir nicht, wie das weitergeht. Und deswegen haben sie dieses Prinzip uti possidetis, das heißt, wir akzeptieren die Grenzen, die man uns gemacht hat, aber dann sollen in diesen Grenzen jedes der Völker Selbstverwaltung, Autonomie, föderalen Status, also die Rechte bekommen, die es auch in einem selbstständigen Staat hätte. Nur eben keine eigene Armee, auch keine eigene Außenvertretung und so weiter. Aber das ist dann die Möglichkeit. Ich erinnere das noch, als es die Sowjetunion noch kam, war ich mehrmals in Baku. In Aserbaidschan. Und Aserbaidschan, Baku, hatte eine eigene diplomatische Vertretung in Teheran. Auch Teheran ist im Aseri-Gebiet. Das ist sozusagen Groß-Aserbaidschan. Das ist ein Aseri-Gebiet. Und da hatten sie auch eine diplomatische Vertretung. Das war damals auch alles möglich. Das brauchte kein eigenes Land zu werden. Das hat sich anders entwickelt. Aber wenn jetzt auch das noch alles sozusagen unterteilt wird und sich dort, nehmen wir das mal in Transnistrien, die Gagausen, das ist ungefähr 200.000 Leute, die wollen auch unabhängig werden und so weiter. Das ist ein Problem, dem ich an sich, kann ich mir auch gerne vorstellen, aber es droht abzurutschen ins Nationalistische. Dass man sozusagen den Nationalstaat eigentlich als das Kriterium des Selbstbestimmungsrechts dann sieht und nicht mehr die Freiheit des Selbstbestimmungsrechts, der Selbstverwaltung, der eigenen Sprache, der eigenen Religion. Wenn zum Beispiel die Kurden so viel Freiheit wie die Katalanen und auch die Basken bekommen hätten,
hätte es wohl nie einen kurdischen Befreiungskampf gegeben. Das hatten sie nicht, sondern der ist deswegen gekommen, weil ihnen diese Freiheiten vorenthalten wurden. Also das dazu, und ich bin auch nur aus diesen pragmatischen, oder sagen wir es mal, es klingt etwas vornehmer, diesen Friedensgründen, also pragmatisch. Ich halte das für ein hohes Gut, und das war auch der Grund der Charta, dass sie sagten, territoriale Integrität ist sozusagen auf der gleichen Ebene wie das Selbstbestimmungsrecht. Das zweite ist die Frage, das ist sehr wichtig, ja, wer sollte denn eigentlich in Kiew seinerzeit einverstanden sein mit der Separation des Krim? Das war ja dann doch nur eine Fake oder eine illegale Regierung, die konnte das doch gar nicht. Und Janukowitsch saß in Moskau und die Russen haben sich ja darauf berufen, Janukowitsch hat dem zugestimmt. Nicht? Dazu kann ich eine andere Geschichte dann auch sehen. Ich erinnere noch sehr lebhaft, 1980 war es die Frage, ob die Sowjets damals legalerweise nach Afghanistan gegangen sind. Da haben sie auch uns versichert. Ich war damals in einer juristischen Delegation in Kabul, die das untersuchen sollte, und sowohl der damalige Botschafter Falin in Deutschland, den ich vorher konsultiert habe, hatte mir versichert, ja, ist alles juristisch legal vonstatten gegangen, denn wir haben nicht Kamal mitgebracht, sondern Kamal war schon in Kabul und der hat uns gerufen. Und dann kam man, ja, und kam in Kabul hat uns das Kamal auch bestätigt und wir haben das auch damals verkündet. Und damals gab es eine Hamburger Zeitschrift, deren Chefredakteur hier in der ersten Reihe sitzt, die Roten Blätter. Der hatte mich damals interviewt und damals habe ich auch diese These vertreten. Nein, das war alles rechtmäßig. Die Sowjets sind damals auf die Anfrage der Kabuler Regierung dort hineingekommen. Damals forderte mich aufgrund dieses Artikels in den Roten Blättern die CDU, die SPD auf, mich aus der SPD zu schmeißen. Damals gelang ihr das nicht, aber das erinnere ich noch sehr gut, Jerry. Ja, und so ist das auch jetzt. Wer soll dem zustimmen? Und ich bin auch der Überzeugung, dass diese Zustimmung von Janukowitsch, den kann man natürlich sagen, ja, du kriegst hier natürlich eine Suite, aber erstmal musst du mal dem zustimmen. Es gab ein Parlament und dieses Parlament hätte zustimmen müssen. Denn das war ja, wenn man so will, eine parlamentarische Demokratie, Ukraine. Nach dem sehr formalen Demokratiebegriff, der hier geflogen wird, genügt es ja, ob Indien oder Israel oder Ukraine, sind alles Demokratien. Und das war es. Und die hätten zustimmen können. Die waren noch nicht ersetzt. Aber das war auch nicht gemacht worden, die Frage. Das ist also dort der Präsident, wohl kaum, auch der alleine konnte das nicht machen, sondern das hätte wohl das Parlament machen müssen. Und jetzt die Frage zu Gysi. Der sagt im Grunde nichts anderes, dass er nämlich sagt, nein, ihr könnt zwar alle gehen, aber wenn ihr das Land mitnehmen wollt, dann darf das nur mit Zustimmung derjenigen, die eigentlich über dieses Land bisher verfügt haben, Parlament und Regierung. Das ist eigentlich nichts anderes, das hat er nur etwas volkstümlicher ausgedrückt. Territoriale Integrität. Und Gysi betont ja allmählich auch immer, obwohl er durch das Völkerrecht auch immer etwas genervt war, aber das hat er auch gelernt, als Partei des Völkerrechts muss man sich daran halten. Gut, bevor wir weitermachen, es gibt ein paar Wortmeldungen, die ich schon notiert habe, die anderen notiere ich mir jetzt auch. Ich habe zwei Punkte vielleicht, also einer mehr eine anekdotische, als der Gorbatschow ist ja auch gefragt worden, was er jetzt davon hält. Und da hat dann geantwortet, ja, damals sind die Leute auf der Krim, die Menschen sind nicht gefragt worden, als sie der Ukraine geschenkt wurden. Dann müsste man sie ja wenigstens jetzt in die Möglichkeit geben, mal ihre Meinung zu sagen und sich davon dagegen wieder dagegen zu entscheiden, nicht? Also zu den historischen Umständen, wie das eigentlich gelaufen ist. Das andere, was die heutige Veranstaltung betrifft, da hatten wir übrigens noch einen zweiten Referenten eigentlich ursprünglich vorgesehen, oder einen Co-Referenten genommen. Also nicht, weil wir jetzt nicht zufrieden sind, weil wir nicht glauben würden, das würde nicht ausreichen, aber
Es wäre natürlich interessant gewesen, wenn man einem Betroffenen noch die Gelegenheit gibt, hier was zu sagen. Und deswegen hatte ich den russischen Botschafter angeschrieben, dass er kommt. Und der hat dann gesagt, er hätte meinen Brief nicht gekriegt. Dann habe ich ihn nochmal geschickt und dann habe ich ihn gebeten, wenn er selber nicht kommen kann, dann könnte er doch einen Vertreter schicken oder zumindest die rechtlichen Argumente schriftlich zur Verfügung stellen. Aber das ist dann auch nicht geschehen. Gut, jetzt habe ich die nächste Wortmeldung. Die war da hinten, bitte. Ja, okay. Ich habe zwei Fragen. Wie stehen Menschenrechte und Völkerrecht, in welcher Beziehung stehen die jetzt zueinander? Die zweite ist, wir sprechen ja von Abstimmungen. Ich denke mir auch, eine Abstimmung braucht Kriterien, damit sie legitim ist. Also müssen bestimmte Standards erfüllt sein. Das würde mich auch interessieren. Sonst kann man ja alles Mögliche abstimmen auf Klopapier oder sonst wo. Aber es muss ja eine bestimmte formale Voraussetzung geben, dass Abstimmungen überhaupt als gültig gesehen werden. Und da hätte ich gerne ein paar Informationen. Ja. Gut, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. Ist da? Ja, zwei Sachen dann. Ein bisschen haben wir ja, ich glaube, wir sind bis ins 21. Jahrhundert im Grunde runtergerettet, den alten Kolonialkonflikt Nordirland oder Nordirland dann. Da ist noch gar nicht drüber so gesprochen worden. Dann da ging es ja, glaube ich, auch darum, um die Abspaltung und Wiedervereinigung mit der Republik Irland und so weiter dann. Also das ist ja auch alles noch nicht so richtig geklärt. Die zweite Sache ist die alte Schulbuchfrage, wann ist ein Volk ein Volk? Werden immer hier Begriffe da benutzt und so weiter dann. Und ich habe immer den Eindruck, dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann zerfließt das Ganze irgendwann Willkür. Was ein Völkchen ist, dann ist es die Sprache, ist es die Religion, ist es irgendwie eine sogenannte Identität oder was auch immer dann. Es wird immer phasiger und es ist letztendlich nicht wissenschaftlich greifbar. Ja. Punkt. Gut, dann habe ich hier eine Wortmeldung hier vorne. Ich wollte gerne von dir wissen, wo ist denn kodifiziert das Selbstbestimmungsrecht nur, also von kleineren Einheiten in einem Staat, nur mit Zustimmung des Gesamtstaates gemacht werden kann? Weil ich habe eher den Eindruck, es sind zwei Prinzipien, die nebeneinander stehen, aber wo eigentlich eine Gleichrangigkeit ist. Ja. Und die zweite Frage, wenn man zumindest der Auffassung ist, dass das umstritten ist nach wie vor, Kosovo hier, die einen meinen das so, die anderen anders. Wie könnte eine Lösung aussehen, auf was könnte man sich, wie könnte man sich einigen, um in Zukunft eben nicht mehrere Meinungen zu haben? Ja. Und damit natürlich auch das Verhalten der Staaten eventuell in eine Richtung zu beeinflussen, die nicht zu Verschärfung führt. Ja. Sollen wir alle dazu nehmen? Gerne. Ja, bitte. Ja, ich wollte Sie bitten, noch mal etwas näher auf die Frage des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser einzugehen. Denn meines Wissens gibt es eine UNO-Resolution, die dem das Recht zugesteht. Und die wird ja bis heute dann missachtet total. Und wie ist das möglich, ist die Frage. Ja. Das kommt so. Also zunächst das Verhältnis Menschenrechte-Völkerrecht. Man ist geneigt in der Diskussion, insbesondere politisch, die Menschenrechte heutzutage als das absolut Höchste darzustellen. Dazu ist zu sagen, dass in der Tat seit 1945 kein Gebiet völkerrechtlich sich so weit ausdifferenziert und weit entwickelt hat wie das Recht der Menschenrechte. Das ist eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der UNO und auch des Völkerrechts. Es ist keine Epoche bisher, die so differenziert, so ausgiebig und so qualitativ hochstehend die Menschenrechte definiert hat. Dennoch muss man sagen, auch Menschenrechte, da sie eben nicht von Gott kommen, sind Völkerrecht, das heißt, sie sind Vertragsrecht. Das heißt, entweder sind sie in Konventionen gebunden, zum Beispiel Folterverbot gegen Völkermord, Sklaverei und so weiter. Das heißt, Völkerrecht
ist im Wesentlichen Vertragsrecht. Auch die UNO-Charta ist ja ein Vertrag zwischen allmählich 193 Staaten. Und das ist kodifiziert, egal, Handelsverträge zwischen einzelnen Staaten sind auch Völkerrecht, aber die Menschenrechte sind nichts anderes als Vertragsrecht. Und es gibt in Artikel 103 der UNO-Charta, gibt es eine Vorschrift, die sagt, wenn sich anderes Völkerrecht oder wenn anderes Völkerrecht widerspricht den Grundsätzen der UNO-Charta, so geht die UNO-Charta vor. Das heißt, man hat auch hier eine kleine Hierarchie, dass man sagt, das Völkerrecht der UNO-Charta ist noch höher als das Menschenrechte, als gewöhnliches Völkerrecht. Das spielt insofern eine Rolle, immer wieder in der Frage nämlich der humanitären Intervention. Gibt es zum Beispiel aufgrund menschenrechtlicher Situationen, erstes Beispiel, großes Beispiel, der Krieg gegen Jugoslawien, wo dann ja, Joschka Fischer und auch Schröder sich auf humanitäre Katastrophe berufen haben, ist das etwas, mit dem man eigentlich das Völkerrecht der UNO-Charta ausbremsen kann. Denn es gab keine Ermächtigung aufgrund der UNO-Charta, da gibt es nur zwei zum Krieg. Erstens, dass man selbst angegriffen wird, aber Jugoslawien hatte uns nicht angegriffen, die NATO nicht. Das zweite, wenn es ein Mandat des Sicherheitsrats gibt, das gab es auch nicht. Also war es völkerrechtswidrig, auch unstrittig, selbst wenn immer wieder hier von deutschen Regierungen sagen, das sei strittig. Wie gesagt, man kann sich Völkerrechtler auch kaufen, die einem das dann irgendwie dann versuchen zu begründen. Nein, dieses ist etwas, was da eben von Bedeutung war, dass diese Kreise politisch meinten, ja, über dem Völkerrecht, dem Verbot, dem Gewaltverbot des Artikels 2 Ziffer 4 rangiert eben dann doch das humanitäre Recht, das Menschenrecht. Das stimmt nicht, sondern es ist eingeordnet als Völkerrecht, vertragliches Völkerrecht. Auch die beiden internationalen Pakte, die ich genannt habe, der für kulturelle und politische Rechte und der für, nein, nicht bürgerliche und politische und der für kulturelle, soziale und ökonomische Rechte, sind Vertragsrecht. Gebunden sind nur diejenigen daran, die das unterschrieben und ratifiziert haben. Allerdings weist man auch dann darauf hin, dass das auch im Völkergewohnheitsrecht verbindlich für alle gewesen sei. Also das ist das Völkerrecht, Verhältnis Menschenrechte und UNO-Charta. Die Frage zweitens, auch eine juristische Frage, es muss doch für die Abstimmung formale Voraussetzungen geben, richtig. Und die werden für jedes Land differenziert, unterschiedlich durch die Verfassungen gegeben. In den Verfassungen steht ja auch bei uns, der Volkswille kann durch Abstimmungen und Wahlen gemacht werden, wobei klar, unklar ist, was sind eigentlich die Abstimmungen und jetzt darum gestritten wird, kann man nicht auch dadurch sozusagen Volksreferenten, Volksabstimmungen und so weiter machen. Das wird darin dann im Einzelnen bestimmt, wie eine solche Abstimmung zu laufen hat. Es gab übrigens in der sowjetischen Verfassung die Möglichkeit für etliche Provinzen und sich einseitig aus der sozusagen Sowjetunion zu verabschieden. Das hat niemand getan, aus politischen Gründen damals nicht, aber da gab es die Möglichkeit, das wäre möglich gewesen. So hat das auch jetzt das oberste Gericht in Madrid eben festgestellt, nein, es gibt keine Abstimmung für die Katalanen, die das rechtswirksam bestimmen können. Das ist nach der Verfassung, der spanischen Verfassung, rechtswidrig. Da sagen sie, das kümmert uns nicht, wir wollen das trotzdem machen. Ist allerdings dann rechtswidrig nach spanischem Recht. Und sie haben sich die Katalanen, da sie noch nicht selbstständig sind, nach diesem spanischen Recht zu richten. Und jetzt versuchen sie über verschiedene politische Gespräche und durch Initiativen das zu umgehen. Bekannt geworden ist, dass sie eine 400 Kilometer lange Menschenrechtskette um Katalonien herum gebildet haben, um den Willen zur Unabhängigkeit nochmal zu demonstrieren und zu sagen, lasst uns endlich frei. Ein Volk
Ich würde gerne noch ergänzen zu meiner Frage, die Sie eben beantwortet. Ich meinte auch formale Kriterien. Zum Beispiel wurde ja kritisiert, dass da gläserne Wahlurnen sind, dass Bewaffnete im Raum sind und so weiter. Ob es da Standards gibt, die so eine Abstimmung dann in Zweifel geraten lassen? Ja, die sind zwar nicht in der Verfassung drin, aber das ist ganz allgemein, dass eine Abstimmung unter Kriegsrecht natürlich nicht irgendwie die Legitimität einer freien Wahl. Es muss ja eine freie, unabhängige Wahl sein. Und das wird dann auch letztendlich der Grund sein, weswegen das Auswärtige Amt es der syrischen Konsulat verwehrt hat, hier Wahlurnen aufzustellen, weil sie sagen, dass in Syrien, das ist doch eine Farce. Das hat nichts mit zu tun. Das ist natürlich ein Problem, wie weit ein ausländischer Staat entscheiden kann, was in einem anderen Staat nun demokratisch ist und was nicht. Das hat die UNO-Charta für den Frage zum Beispiel auch des Völkermordes in der Völkermordskonvention eindeutig geregelt. Das kann nicht ein Staat sagen, dass die USA plötzlich sagen, das ist Völkermord, da greifen wir mal ein, sondern das ist vorbehalten dem UNO-Sicherheitsrat. Und das ist ebenfalls das gleich bei der Gewaltfrage. Da ist es formal einfach den Staaten entzogen worden. Die Abstimmung darüber ist konzentriert und zentralisiert bei dem UNO-Sicherheitsrat. Bei allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen, da muss das die einzelne Verfassung und darüber kann auch nicht ein fremdes Land eigentlich entscheiden. Das ist in Ägypten genauso wie in der Türkei, in Syrien genauso wie im Libanon und auch in Palästina. Ein Volk ist im Völkerrecht nicht definiert. Das ist die große Schwierigkeit zu sagen, wer hat eigentlich das Recht auf Selbstbestimmung? Wer ist das Volk? In der Vergangenheit, in den 70er Jahren, ist das entschieden worden bei der Anerkennung der Befreiungsbewegung als Repräsentanten eines Volkes relativ leicht. Da war die MPLA, aber auch die UNITA, die sich damals bekämpft haben, waren die legitimierten Repräsentanten des angolanischen Volkes gegenüber dem portugiesischen. Das war klar. Bei dem palästinensischen Volk ist es ebenfalls klar, da ist das palästinensische Volk gegenüber dem israelischen. Es wird schwierig dann, wenn es sozusagen innerhalb eines Staates sich ein Volk dann unabhängig erklären will. Welches sind da die Kriterien? Bei den Kurden war es eben so, dass lange Jahre hindurch die türkische Regierung überhaupt die Eigenschaft, die Identität eines kurdischen Volkes geleugnet hat. Übrigens, Golda Meir hat das auch lange Zeit, es gibt kein palästinensisches Volk, das ist eine bekannte, rüde Äußerung, die kenne sie nicht und das gäbe es nicht. Das hat sich dann verändert mit der politischen Entwicklung, es hat sich auch in der Türkei verändert. Heute gibt es keinen Zweifel mehr, dass auch die türkische Regierung die Existenz und die Identität eines separaten kurdischen Volkes anerkennt. Wesentliches Kriterium ist natürlich die Sprache. Dann aber auch eine spezifische historische Kultureigenschaft, dann aber auch wohl Religion, aber gut, in muslimischen Staaten ist das immer sehr schwierig dann, aber auch, also ist, das ist eine Unsicherheit noch, das zu bestimmen, das müsste im Einzelnen, aber bei den derzeit noch offenen Fragen ist es ganz klar, die Schotten sind ein eigenes Volk. Die Katalanen, das wird auch nicht bestritten, auch die Basken, sie haben auch ihre eigene Sprache. Und es wird bei den Sahrauis auch nicht bestritten, sie sind ein eigenes Volk. Und die Palästinenser ebenfalls, es ist ein eigenes Volk. Die Frage ist, wo ist das eigentlich kodifiziert? Das Selbstbestimmungsrecht ist kodifiziert in den beiden Pakten, in dem Artikel 1. Aber gibt es eigentlich eine Kodifizierung, dass das nach der Dekolonisierung nicht mehr zur Sezession wird? Nein, das ist nicht kodifiziert. Das ist, wenn man so will, Völkergewohnheitsrecht. Dazu wiederum einige seminaristische Äußerungen hier. Es gibt nur zwei Arten des Rechts im Völkerrecht. Da es kein Parlament gibt, gibt es kein kodifiziertes von oben gemeinsam entschiedenes Recht.
sondern nur das vertragliche Recht, was auf der Basis der Gleichheit, der Souveränität zwischen den Staaten vereinbart wird, UNO-Charta als multilateraler Vertrag oder das, was wir demnächst wahrscheinlich als Freihandelsabkommen bekommen, das ist auch ein multilateraler Vertrag und wenn das dann auch dann kodifiziert wird, dann ist das ein Vertrag. Das zweite ist das Völkergewohnheitsrecht, was sehr viel schwieriger ist festzustellen, aber vor das die Rechtsprechung, wie aber auch die Völkerrechtstheorie einige Kriterien entwickelt hat. Es muss sich um eine lang anhaltende Praxis der Staaten handeln, die sich bei dieser Praxis bewusst sind, dass sie das auch als verbindliches Recht anerkennen wollen. Das heißt, man ersetzt den Vertragsschluss durch eine lang anhaltende Praxis und sagt, wenn ihr auch meint, ihr seid daran gebunden, dann soll das auch so gehen. Und dieses ist etwas, was im nationalen Recht kaum noch übrig geblieben ist. Wer kennt hier nationales Gewohnheitsrecht? Das gibt es nur noch in Bayern. Und zwar bei der Überquerung von Wiesen, wenn es dort seit unvordenklichen Zeiten schon einen Weg gegeben hat. Dann muss der Bauer das auch akzeptieren. Das ist lokales Gewohnheitsrecht. Sonst sind unsere Gesellschaften vollkommen durchkodifiziert. Im internationalen Recht ist die Tendenz natürlich auch, weil was man schriftlich hat, das kann man auch vor Gericht dann auch einklagen. Völkergewohnheitsrecht ist dann immer etwas schwierig, aber dieses ist Völkergewohnheitsrecht. Direkt dazu? Achso, Sie müssen mir noch zwei Punkte, da muss ich noch etwas dazu sagen. Ist das klar, Thierry? Gibt es eigentlich, das war die zweite Frage, irgendwie, dass das in Zukunft einmal klar ist, was im Augenblick jetzt wieder durch den IGH auch so strittig geworden ist mit dem Selbstbestimmungsrecht? Man kann sagen, das ist nur dann klar, wenn das Völkergewohnheitsrecht auch von allen anerkannt wird. Worum wir gerungen haben bei der Frage humanitäre Intervention, dass das kein drittes Mandat für die sozusagen unilaterale Eröffnung eines Krieges gibt. Nochmal, das ist ja nur Selbstverteidigung, Mandat eines Sicherheitsratsbeschlusses und hier humanitär darf das nicht jeder für sich. Und das ist Völkergewohnheitsrecht, was durchbrochen werden könnte, wenn sich eine Vielzahl von Staaten einig sind, dass sie den USA dann bei ihren Interventionen auch immer folgt und das immer auch mitmacht, obwohl völkerrechtlich kein Grund ist. Die größte Autorität hat natürlich der Internationale Gerichtshof und es wäre, wenn diese Frage noch einmal vor den Internationalen Gerichtshof kommt und er sich nicht darauf ausreden kann, dass er sagt, dieses Gutachten hat nur einen bestimmten Teil und soll keine allgemeine Gültigkeit für alle Zeiten haben, wenn er ihm das nochmal vorlegen könnte und sagt, jetzt möchten wir gerne für diese Frage eine für alle Fälle gültige Aussage haben, dann wäre das die einzige Möglichkeit, dass darüber kein Streit mehr besteht. Denn im Augenblick haben wir es so, mal freut sich der andere, mal kritisiert der andere und so weiter. Nicht zwischen USA freuen sich jetzt über Kosovo, ärgern sich über die Krim, Sowjetunion hat sich über Kosovo geärgert, jetzt freut sich Russland über die Krim und so weiter. Das muss eigentlich aufhören. Das letzte, Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Ja. Seit 1974 ist die palästinensische Organisation die legitimierte Vertretung des palästinensischen Volkes mit allen, auch immer noch alten Rechten für einen separaten Staat. Ob das die Palästinenser überhaupt noch wollen oder können, ist etwas anderes. Aber die Konsequenz wäre das, und es ist in zahllosen Resolutionen des UNO, der UNO auch immer bestätigt worden, die Israelis müssen sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen, und zwar restlos, ihre Siedlungen aufheben. Und sie müssen den Palästinensern die Möglichkeit geben, einen selbstständigen Staat zu errichten. Das kann durch Verhandlungen und durch Gespräche natürlich auch verändert werden, dass man sozusagen so einen Gebietsaustausch oder so etwas macht.
Außerdem müssen sie nach der Resolution 194 die Flüchtlinge zurücknehmen. Auch das kann man verhandeln, aber es muss zumindest anerkannt werden, was sie nicht tun. Das heißt, das Einzige, was die Palästinenser eigentlich noch haben, ist das Völkerrecht und die UNO-Beschlüsse. Sie haben die deutsche Regierung nicht, sie haben die US-Regierung nicht, sie haben die israelische Regierung nicht. Es ist ein ziemlich verzweifelter Kampf, den sie dort im Augenblick führen. Ja, vielen Dank. Es geht weiter. Ich habe mich erstmal selber kurz draufgesetzt. Eine Frage, du hast schon gesagt, dass das Recht auf Sezession, das könnte wieder aufleben unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Frage könnte ja sein, ob diese Voraussetzungen hier vorliegen. Also mir hat neulich ein Kollege gesagt, naja, die hätten ja jetzt eine faschistische Regierung, die hätten die russische Sprache abgeschafft. Wenn es könnten das Gründe sein, um das Recht auf Sezession wieder aufleben zu lassen. Ja. Aber wir machen gleich weiter. Es gab die nächste Wortmeldung, habe ich mir notiert, die war irgendwie hier in der Mitte. Ich weiß nicht, hier der Kollege. Kollege weiß ich nicht. Falls der Herr in der Mitte, bitte. Sie hat sich gemeldet. Ja, Sie. Ich schäme mich ziemlich, meine Ignoranz hier Frage zu stellen, aber ich denke, also die Wirklichkeit von unseren Staaten, Nationen ist, dass es kein einziges, ich vermute nicht mal ein bayerisches Dorf gibt, in dem nur eine Bevölkerung lebt. Das ist tatsächlich so, dass eine Sezession, also in der Zeit, wo wir diese Befreiungskämpfe hatten, war es natürlich leichter zu trennen, retten. Aber wie ist es jetzt heute eine Sezession, gleich von welcher? Wo bleiben die anderen? Wo bleiben die Minderheiten? Was für Garantie ist es gegeben, dass sie dann, erstmal irgendwelche Rechte haben? Also unsere Nationen sind natürlich auch historischen Standard, denke ich mir, und tatsächlich auf eine Lüge, nämlich dass sie ethnisch einheitlich wären. Und was für Denkrichtungen gibt es im internationalen Recht, dass irgendwann die Nationen endlich mal auf dem Mülleimer der Geschichte landen? Würde mich interessieren. Vielleicht ist das ein bisschen zu vage, aber... Ja. Gut, vielleicht noch weitere Wortmeldungen hier vorne auch noch, könnte sein, ne? Wo war das? Was? Also, weißt du? Das ist nicht schön. Ja. Ich wollte auch nochmal eine Frage stellen zu dem Verhältnis des Selbstbestimmungsrechts und der territorialen Integrität zu diesen beiden Dingen. Und im Regelfall ist das ja immer dann zugunsten, also zu Lasten der territorialen Integrität, hat man sich entschieden, zum Beispiel eine Sezession auch ohne Zustimmung zuzulassen, beziehungsweise auch einzugreifen, wenn, so wurde es immer begründet, wenn ein Völkermord zum Beispiel droht. Ja. Und es gibt ja den Fall Ruanda, der vielleicht hier gar nicht zur Debatte bisher gestanden ist. Und auch das war damals wohl auch die Begründung, weshalb man in den Kosovo, im Kosovo eingegriffen hat. Gibt es denn da Bestrebungen von der internationalen Völkergemeinschaft ein solches Recht der Intervention zu kodifizieren, zu anzuerkennen, falls eine solche Katastrophe droht? Und hat das möglicherweise auch in der Krim eine Rolle gespielt? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir ja so ein bisschen von dem Dilemma stehen, dass es auf der einen Seite ein Völkerrecht gibt, das im Prinzip von eigentlich allen anerkannt wird, und auf der anderen Seite hält sich keiner dran. Also, dass es ein Papiertiger ist, nach dem Motto, es ist schön, dass es das gibt, aber ob man sich dran hält, ist eine Frage des internationalen
Kräfteverhältnisses. Also Palästina ist eines der deutlichsten Beispiele, ist schon gesagt worden. Es gibt alle Beschlüsse dazu, aber die Supermächte halten sich nicht daran. Das heißt, solange es imperialistische Länder gibt, die politische Interessen verfolgen und die militärische Macht dazu haben, ist das Völkerrecht für die Papiertiger. Was kann, also ich will damit sagen, eigentlich muss es politisch durch Bewegungen, durch Massenbewegungen durchgesetzt werden, dass anerkannt wird. Und nicht Vertrauen auf juristische Dinge. Okay. Ja. Ich wollte mich nochmal vergewissern, ob dann jetzt die, also wie wir eben über die Krim gesprochen haben, oder als wir eben über die Krim gesprochen haben, dass laut der Gesetzgebung, laut des Völkerrechts, so wie Sie uns das erklärt haben, dass weder die Abstimmungen auf der Krim und im Osten der Ukraine als auch die Parlamentswahl, die neue Parlamentszusammensetzung, die neue Wahl des Präsidenten, dass all diese Sachen demnach gegen das Recht gewesen und eigentlich nicht gelten, ob ich das so richtig verstanden habe. Gut, darf ich? Ja. Zunächst einmal deine erste Frage. Sind die Situationen auf der Krim und in der Ukraine nicht so gewesen, dass man denen doch jetzt das Recht auf Sezession geben musste, entsprechend der allgemeinen Meinung, dass Sezession dann gegeben ist, wenn die Bedingungen für ein Volk so schlimm sind, dass man ihnen nicht mehr zumuten kann, unter dieser Regierung zu bleiben? Das Erste, eine faschistische Regierung ist es nun nicht, sondern es ist eine Regierung, in der ein Drittel der, also diese Übergangsregierung, in der Tat Faschisten waren. Hier wagt man da gar nicht daran, das Auswärtige Amt spricht immer von Rechtsnationalen oder so etwas, aber das sind Faschisten. Nur, das ist keine faschistische Regierung. Das ist das eine. Das zweite, das Verbot der russischen Sprache ist wieder aufgehoben worden. Und ich würde sagen, obwohl ich weder da unten gewesen bin, noch so große Kenntnis über die Krim haben, aber bislang waren die Bedingungen des Lebens der Russen auf der Krim nicht so, dass man sagen kann, auf keinen Fall kann man ihnen zumuten, auch unter der Perspektive zukünftiger Entwicklung, Mitglied der Ukraine zu bleiben. Das sind wirklich ganz andere Sitten. Das hätte ich den Kurden zuerkannt. Und das würde ich auch anderen zuerkennen. Aber da muss die Situation auch nachweisbar so ist, dass in der Zukunft keine Verbesserung der Situation ist. Also diese Ausnahme kann man hier zweifelsohne nicht geben. Ich werde gleich Ihre Frage da vorwegnehmen, weil wir bei der Ukraine sind. Die Frage nämlich der Rechtmäßigkeit dieser Referenden. Das eine ist so, das ist auch jetzt keine Frage des Völkerrechts mehr, sondern das ist eine Frage der eigenen Verfassung. Denn ein Referendum ist ein ja sozusagen innerstaatliches Problem. Das ist genauso wie mit unseren Volksabstimmungen, die es in einigen Ländern Deutschlands gibt, aber insgesamt das Grundgesetz noch nicht geöffnet hat. Das ist eine Frage der Verfassung. Und da ist es wohl so, dass eine solche Referendum nach der damals schon demokratisch verabschiedeten Verfassung von 1964, dass die das nicht vorsieht. Und insofern dort genauso wie offensichtlich in Spanien auch ein solches Referendum nicht verfassungsmäßig ist. Das muss man dann einfach so konstatieren. Dass die Regierung, die Zwischenregierung, nicht verfassungsmäßig ist, das ergibt sich eben daraus, dass sie den Janukowitsch dann vertrieben haben, obwohl ich jetzt wieder mit einigen auch immer in der Diskussion war, aber das ist eine faktische Diskussion, die sagen, nee, der hat einfach, der wollte sein Vermögen retten, der wollte sich retten, der hat einfach sozusagen, ist von der Fahne gegangen und der hat das Amt aufgegeben. Nach dem, was ich dann aus Moskau von ihm gehört habe, und er wollte dann ja auch wiederkommen, ist das wohl nicht so gewesen, aber das ist eine Frage, die
eigentlich dann vor Ort geklärt werden muss. Ich gehe davon aus und eigentlich auch die Mehrheit derjenigen, die das kritisch sich beäugen, nein, das war ein Putsch, das muss man wohl so sagen. Die Frage, die dann doch der Kollege eigentlich, gefragt hat, die ist sehr interessant. In der Tat ist es so, dass diese Völker, die sich für unabhängig erklären wollen, auch die Kurden, ja nicht mehr homogene Völker sind, sondern in dieser sozusagen globalisierten, durch Migration ja doch aufgewühlten Welt, es gibt überall Minderheiten. Auch in der Türkei sind die Kurden nicht die einzige Minderheit, sondern da gibt es auch Jesiden, da gibt es dann Tschetschenen, Tscherkessen und Lasen und so weiter. Und auch in den kurdischen Gebieten, also Südostanatolien, gab es immer Minderheiten, die nicht sehr gut von den Kurden behandelt worden sind. Das haben die Kurden selber eingesehen und haben gesagt, nein, dieses ist etwas, was wir auch akzeptieren müssen. Wir müssen den Minderheiten im kurdischen Gebiet dann auch ihre Rechte zugestehen. Das war eine lange und sehr heftige Diskussion. Ich will da auf etwas hinweisen, was ich wirklich dafür interessiert ist. Ich habe im Jahr 2000 darüber ein Gutachten für die Kurden gemacht. Über die Frage, nämlich das Verhältnis von Selbstbestimmungsrecht, Selbstverwaltung, Autonomie und Minderheiten. Das ist ein Gutachten gewesen, was dann auch publiziert worden ist, ist ins Türkische übersetzt worden. Ich habe jetzt eine Neuauflage davon gemacht, was ich jetzt gerade abgeschlossen habe mit einem kurdischen Kollegen, der bei uns die Dissertation darüber gemacht hat. Auch und zwar hat er mir die kurdische und türkische Diskussion hinzuschreiben können. Ich habe es auf den neuesten Stand gebracht. Wer also dafür, für diese Fragen ist, das Verhältnis von Selbstbestimmungsrecht, dann Minderheitenschutz, Selbstverwaltung und so, den verweise ich darauf, das sind ungefähr 60 Seiten, ist eine harte Lektüre, aber wer schon damit sich beschäftigen will, den kann ich auch zumuten, eine harte Lektüre, kann das nachlesen, steht auf meiner Website normanpech.de, dort habe ich das draufgestellt, das wird jetzt gerade ins Türkische übersetzt, auch denn die geht es im Wesentlichen an. Das ist eine Frage, die natürlich auch für die Palästinenser interessant ist. Auch das palästinensische Volk ist ja nicht mehr total homogen. Alle Völker, auch in den meisten Staaten, sind nicht homogen, sondern so wie die Staaten nicht homogen sind, sind auch viele Völker, da gibt es immer noch wieder Minderheiten, die haben aber ein Recht auf Minderheitenschutz, das muss gewährleistet werden. Und dann ist die Frage, die letzte war, wann kann man eigentlich diese nationalen oder das Begehren, Nationalstaaten zu fordern und sich zu separieren, nicht einfach mal auf den Mülleimer der Geschichte stellen. Das ist das Problem bei den Palästinensern auch im Augenblick. Die sagen ja auch viele, wir können gar keinen separaten Staat mehr gründen, es ist kein Territorium. Machen wir doch einen gemeinsamen, das was schon 1947 die Araber wollten, die Palästinenser wollten, einen gemeinsamen, nicht klerikal gebundenen, demokratischen Vielvölkerstaat Palästina, wo die Juden, die Christen, die Muslims, die Drusen und wer sonst noch ist, die gleichen Rechte haben. Das wäre die Lösung. Da sagen aber nicht nur die Siedler, sondern auch die Israelis, nein, wir wollen unseren jüdischen, ethnisch sauberen Staat und so weiter. Da beginnen dort die Schwierigkeiten. Das Projekt von Öcalan ist nie richtig ein separater kurdischer Staat gewesen, sondern das war für ihn eigentlich deswegen nicht das Ziel, weil er genau wusste, die Kurden sind ein Volk, welches sozusagen ein kurdisches Nationalbewusstsein noch gar nicht entwickelt haben. Das ist eine Clanstruktur, hat fast noch postfeudale Strukturen, die untereinander sich nicht riechen können. Barzani zum Beispiel kämpft jetzt gegen Westkurdistan, das ist Rojava in
Nordostsyrien und so weiter. Ihm war bewusst, es gibt noch viel zu viel unterschiedliche Positionen. Es gibt noch drei Sprachen, nicht nur drei, sondern sogar vier oder fünf kurdische Sprachen, die zum Teil Schwierigkeiten untereinander haben. Deswegen war für ihn immer die Vision einer föderal strukturierten Nahen und Mittleren Osten. Denn auch das ist ein Gebiet, was nur die Grenzen der alten Kolonialmächte noch hat. Und diese sollten aufgehoben werden in ein vollkommen demokratisiertes, föderales, sozusagen Nahe und Mittlere Osten. Und auch die Basken haben immer wieder gesagt, nein, wir wollen gar keine Auflösung des spanischen Staates, sondern wir wollen im Grunde innerhalb der EU eine föderale Struktur, wo alle Völker sozusagen nebeneinander nicht staatlich separiert, sondern föderal strukturiert mit Autonomie leben können. Eine Vision, die meines Erachtens eine sehr große Verführungskraft hat, aber wohl im Augenblick irreal ist und wahrscheinlich es noch lange Jahrzehnte ins Land gehen muss, ehe so etwas auch allgemeine Meinung ist. Selbstbestimmungsrecht, territoriale Integrität und die Frage des Rechts der Intervention. Das habe ich versucht schon klar zu machen, ich werde es aber noch einmal sagen. Gerade bei der Diskussion zur Formulierung der Völkerrechtskonvention, also gegen den Völkermord 1948, wurde auch diskutiert, ja, wem ist es eigentlich dann gestattet einzugreifen, wenn in einem Staat Völkermord geschieht? Und dort wurde immer wieder gesagt, ja, das können wir nicht einzelnen Staaten überlassen. Denn wer garantiert, dass nicht irgendein Staat plötzlich im Nachbarstaat Völkermord riecht, aber eigentlich mehr Appetit auf das Land hat, um dort einzufallen. Und deswegen wurde klar gesagt, die Feststellung von Völkermord und auch die Konsequenzen daraus sind allein dem Sicherheitsrat vorbehalten. Die Struktur des friedensstiftenden Sicherheitsrats in der UNO-Charta darf dadurch nicht durchbrochen werden, sondern um nicht einzelnen Staaten das Interventionsrecht wiederzugeben, was zweifelsohne missbräuchlich aufgrund der ganzen kolonialen Erfahrung dann gebraucht wird, ist das vorbehalten, gerade bei dem Problem Völkermord auch. Und so ist es bei allen Problemen, insofern war es krass völkerrechtswidrig, was die NATO in Jugoslawien, wie auch immer das dort gewesen ist, auch im Falle Ruanda. Auch im Falle Ruanda war es keinem der Staaten gebilligt, auf den Franzosen, dem Kongo, Nachbarstaat, Tansania oder einem anderen Land, Nachbarland dort zu intervenieren. Das wäre alleine die Aufgabe der UNO. Und das war ja damals, sagen, das Büro von Kofi Annan, der da gescheitert ist. Das hat er auch offen zugegeben, dass er das nicht hat irgendwie regeln können. Bedeutung des Völkerrechts. Gibt es auch keine Entwicklung? Also, ja, da gibt es doch, es gibt, Entschuldigung, ja, Gerd, es gibt Entwicklungen und zwar in eine Richtung, die ich auch immer wieder heftig bekämpfe. Und zwar, es geht ja immer die Sage davon, das Völkerrecht sei einfach diesen neuen Konflikten nicht gewachsen. 1945 in der UNO-Charta kodifiziert, aber heutzutage sind dort Probleme, für die es nicht zurechtgeschnitten ist. Also müssen wir es dahin entwickeln, und zwar insbesondere, dass die humanitäre Intervention zugelassen wird. Und zwar nicht etwa die humanitäre Intervention durch den UNO-Sicherheitsrat, die er in der Tat hat, sondern durch einzelne Staaten. Die Franzosen würden das liebend gerne in ihren ehemaligen Kolonialgebieten machen, die USA natürlich auch liebend gerne rund um die Welt, weil alle Nachbarstaaten von der USA sind und so weiter. Und das zu verhindern, ist eigentlich eine solche Entwicklung, nämlich die humanitäre Intervention zu einem allgemeinen völkerrechtlichen Prinzip aufwachsen zu lassen, ist stark zu bekämpfen. Diese Diskussion begann 1999
gegen die Intervention in Jugoslawien. Und das ist das Problem. Es gibt nach wie vor einen Druck, auch bei Völkerrechtlern in den USA, in Deutschland weniger, aber auch da im wesentlichen politischen Bereich, aus humanitären Gründen doch eine separate Intervention zuzulassen. Und wenn das geschieht, dann ist das Chaos da. Dann versucht jeder irgendwo, wo er meint, intervenieren zu müssen und seinen Einfluss zu sichern, dort zu intervenieren. Ja, das Problem ist jetzt, das letzte war Völkerrecht und Papiertiger. Dagegen kann ich nichts sagen. Das stimmt. Und zwar leider die Russen genauso wie die Amerikaner und die NATO genauso wie andere. Die Frage ist nur, was ist die Konsequenz daraus? Sage ich einfach dann, also vergiss es, Völkerrecht. Dann haben wir, wer ist der Stärkste im Land? Und das ist die NATO im Zweifel, das sind die USA und in ihrem Herrschaftsbereich sind das die Russen. Und das ist etwas, was vermieden werden muss. Ich darf an die Diskussion im damals Herrn Chiemsee bei der Beratung um das Grundgesetz erinnern. Dort hat Carlo Schmidt, SPD, damals gesagt, das Völkerrecht ist eigentlich der einzige Schutz der schwachen Staaten. Und wir sind schwach. Damals waren wir das zum Glück noch. Und er sagte, deswegen müssen wir das Völkerrecht hochachten und deswegen gibt es einen Artikel 26, 25 im Grundgesetz, wonach das Völkerrecht zu einem der großen Grundsätze auch des Grundgesetzes gemacht worden ist. Dieses ist wichtig zu wissen. Es gibt eben schwache Völker, die nichts anderes haben, weil sie keine große Armee haben. Sie haben keine starke Ökonomie, sie haben keine starke politische Vertretung. Das Einzige, was sie schützt, ist das Völkerrecht, eine territoriale Integrität und so weiter. Und deswegen ist das nicht nur eine professionelle Krankheit oder Marotte von mir, sondern dass ich sage, aus Gesichtspunkten der Friedensgarantie ist es das Einzige, wenn man wirklich das Völkerrecht, so wie es in der UNO-Charta auch kodifiziert ist, einhält. Also ich glaube, das war der Grund, weshalb wir heute diese Veranstaltung gemacht haben. Vor ungefähr 2 Monaten, da gab es ja hier einen Referenten und der hat die Auffassung vertreten, das Völkerrecht, das müsste ersetzt werden durch ethische Grundsätze. Also ich glaube, Theologe. Ich weiß nicht, der Karl-Elas kommt auch aus Hamburg und das ist jedenfalls, glaube ich, das Letzte, was wir unterstützen würden. Und das war auch mit einem auswirkenden Grund, weshalb wir diese Veranstaltung heute durchgeführt haben. Weil wir meinten, da müsste man nochmal was zu sagen. Jetzt warst, nee, eigentlich warst du nicht der Nächste, sondern jetzt bist du wieder da. Ja, es ist ja eben auch dieses geplante TTIP, also das Abkommen, genannt worden. Und das wirft für mich die Frage auf, also ja, das ist dann ein Rechtsvertrag, aber welche Bedeutung hat das, wie so ein Vertragswerk entsteht? Also ist das in jedem Fall nachher anzuerkennen und ist nicht so ein Vertragswerk auch ein Ausdruck von politischen Kräfteverhältnissen? Ja, ich habe... Ich möchte nochmal an eine Bemerkung anknüpfen von vorhin. Also da ging es um diesen internationalen Gerichtshof 10-4 und es gab nochmal den Wunsch, dass die Frage da nochmal behandelt wird. Aber eine Frage, die ich im Zusammenhang mit dem internationalen Gerichtshof habe, auf welcher Basis arbeitet er denn eigentlich? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lehnt es die USA strikt ab und hat ja sogar angedroht dem Karzai, wir nehmen alle Truppen mit und gehen aus Afghanistan weg, wenn ihr weiter darauf besteht, dass wir für irgendetwas hier haften sollen. Also die Amerikaner sozusagen lehnen kategorisch jegliche Gerichtsbarkeit außerhalb der USA für amerikanische Staatsbürger ab. Es kann ja sein, dass die Russen das auch machen. Also insoweit... welche Legitimität
hat denn dieser internationale Gerichtshof, dass man sagt, da können wir also ein paar Potentaten von eins aus dem Jugoslawienkrieg jetzt anschließend verurteilen oder ein paar Afrikaner? Also das würde ich gerne mal hören. Ja. Ich möchte noch gerne auf eine Problematik hinweisen, die bis jetzt noch nicht gesprochen worden ist. Die trifft schon auf den Kosovo-Zug, aber viel mehr noch bei Israel als Palästina. Im Kosovo war es so, dass das historisch gesehen immer ein serbisch besiedeltes Gebiet war bis in Anfang des 20. Jahrhunderts. Das kann man daran sehen, dass diese vielen Klöster, die da alle von den Albanern niedergebrannt worden sind, und seit Anfang des Jahrhunderts ist eine ziemlich starke albanische Einwanderung gewesen. Das kann man noch in Atlanten, die 100 Jahre alt sind, noch sehr gut nachvollziehen. Also da ist zwar nicht, war das nicht kriegerischer Angriff Albaner auf Kosovo, aber das, die Bevölkerung ist durch diese Zuwanderung stark verändert worden. Viel stärker gibt es das Problem in Israel und Palästina. Da gab es ja den UNO, den UNO-Beschluss von 1947, diesen Gesamtstaat zu bilden, aber mit klar definierten Abgrenzungen. Es gab einen jüdischen Teil, einen palästinensischen, einen arabischen Teil. Und die Araber haben das damals schon nicht hingenommen, aber die Israelis oder die Juden, damals gab es ja noch kein Israel, die auch nicht. Die wollten damals schon das ganze Palästina für sich haben. Und jetzt ist die Situation so, die besetzten Gebiete, das ist schon richtig, durch diese jetzt gewaltsame Zuwanderung der Siedler, inzwischen soll es 600.000 bis 700.000 da geben, wenn das so in dem Tempo weitergeht, und das wird so weitergehen, weil zum Beispiel unser Staat nichts dagegen unternimmt und das für in Ordnung findet, dann kann Israel in, sagen wir, in 5 oder 8 Jahren ohne weiteres da eine Volksabstimmung durchführen und feststellen, ja, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung will ja einen jüdischen Staat haben. Es kommt ja jetzt noch das Problem dazu, dass bei den Wahlen in Israel sind die Siedler, die also im besetzten Gebiet leben, die sind wahlberechtigt in Israel. Und dadurch kommen ja seit vielen Jahren diese rechten oder rechtsradikalen Regierungen in Israel zustande, weil die Siedler mitwählen dürfen. In Israel selbst sieht es noch ein klein wenig anders aus. Also die Problematik mit der Zuwanderung durch Veränderung der Bevölkerungsstruktur durch Zuwanderung oder hier durch Siedler, durch Kolonialpolitik, wie man das völkerrechtlich, diese Sonderproblematik bewerten muss. Ja. Wie gesagt, weil dann das Instrument einer Volksabstimmung sinnlos wird, in 5 Jahren oder in 8 Jahren ist klar, wie die Abstimmung ausgeht. Gut, jetzt hier noch die Wortmeldung bitte. Ja, es gab einmal, glaube ich, eine humanistische Intervention in Kambodscha, wenn ich mich recht erinnere, durch Vietnam. Vietnam steht, glaube ich, bis heute noch irgendwie immer noch als Aggressor da, obwohl in Kambodscha eben halt die halbe Bevölkerung ausgerottet worden ist dann. Ja. Wollte ich so am Rande noch stehen lassen mit den humanitären Interventionen. Das ist auch eine Frage dann, wie man das irgendwie gerade interpretieren möchte, dann, um sich selber dann reinzubaschen dann. Ich wollte auch was anderes hinaus, auf diesen nationalen Nationalitätenbegriff und den Müllhaufen der Geschichte und so weiter dann. Wenn wir die Nation und das Volk ähnlich verstehen würden, wie das in der Französischen Revolution verstanden ist, als eine Bevölkerung mit gleichen Rechten, One Man, One Vote, später in das Englische dann übersetzt, dann hätten wir, glaube ich, die nationalistische Kuh vom Eis. Können Sie das nochmal kurz... Wenn wir die Nation oder das Volk in dem Sinne der Französischen Revolution begreifen würden, als eine Gruppe von Menschen gleicher Rechte, ja, übersetzt jetzt ins Englische One Man, One Vote, hätten wir, glaube ich, die nationalistische Kuh vom Eis. Der Sicherheitsrat. Frage ich mich, ist der noch zeitgemäß? Eine ganz kurze Sache, die mir schon in der Schulzeit eingefallen ist, da habe ich geschaut, dass Frankreich, England, wenn ich jetzt Indien nehme mit dem 20-fachen Bevölkerung, wie weit kann England für Indien abstimmen oder die Franzosen für Afrika, ob das noch zeitgemäß ist? Auch wenn mir jetzt der indische neue nationalistische vielleicht nicht gefällt, dass jemand die Frage gestellt werden könnte. Ja. Da
Ich wollte zu der vorherigen Wortmeldung noch was sagen. War es denn auch in Frankreich nicht eigentlich so, dass man noch zwischen citoyen und bourgeois unterschieden hat? Ja. Sodass ich den Ausführungen nicht so ganz folgen kann. Weil ja, solange die Aristokraten und die Laternen wussten, ja. Ich habe sie jetzt leider. Solange die Aristokraten noch an die Laternen wussten, ja, da musste man ja natürlich noch nicht unterscheiden dann, ja, die bisherigen, die Macht hatten. Und zu der vorherigen Wortmeldung, als es noch um den Kosovo ging, wollte ich noch dazu was sagen. Und zwar, der ganze Balkan war ja 500 Jahre unter osmanischer Herrschaft. Und wenn wir uns jetzt auf ethnische Gruppierungen, wenn wir jetzt mal darüber sprechen wollen, ist es halt schwierig, weil also das Konstrukt Jugoslawien, wie es halt nach dem Zweiten Weltkrieg als politisches Konstrukt ins Leben gerufen wurde, hat ja eigentlich mehr oder weniger den Jugoslawen kreiert, fernab von Religion und fernab von ethnischer Zugehörigkeit. Aber durch den Islam, der ja dann auf den Balkan gekommen ist und viele der ursprünglich, wie die Klöster ja schon angesprochen worden sind im Kosovo, das sind ja teilweise Volksgruppen, die ja der serbisch-orthodoxen Kirche angehören, dass es, glaube ich, auch deswegen sehr, sehr schwierig ist, wir haben ja eben über Genozide gesprochen, das, was im ehemaligen Jugoslawien passiert ist, was sozusagen das Interventionsrecht der Völkergemeinschaft dann irgendwie aufgeweckt hat, ob man überhaupt von einem Genozid sprechen kann oder es als Genozid charakterisieren kann, vom Moment an, wo wir eigentlich nur eine Ethnie mehr oder weniger dort vertreten haben. Abgesehen jetzt von den Albanern. Ich spreche jetzt also, ich meine jetzt die bosnischen Moslems beispielsweise. Ja. Jugoslawien gab es schon vor 45. Ja, ich nehme das Königreich Jugoslawien. Wieder ein weit gefächertes. Bitte um Verzeihung, wenn ich vielleicht nicht immer den sozusagen erschöpfenden Antwort dort geben kann. Ich bemühe mich. Der erste Frage war TTIP. Was ist denn das eigentlich, wenn das dann sozusagen zugestimmt wird? Die EU stimmt dem zu und im Augenblick ist noch strittig, ob zum Beispiel die nationalen Parlamente einem solchen Abkommen auch zustimmen müssen. Es gibt, der Gucht hat einen Antrag an das Europäischen Gerichtshof gestellt, festzustellen, dass die nationalen Parlamente nicht berechtigt sind, da zwischenzufunken, denn er hat Angst, dass es dann einige Parlamente gibt, die das eventuell ablehnen und dann das ganze Freihandelsabkommen scheitert. Wie das aussieht, kann man jetzt schon an einem Fall, den wir in Hamburg haben, genau sich anschauen. Und zwar, dort gibt es den Stromversorger Vattenfall. Und der hatte zwei Klagen laufen. Und zwar einerseits gegen Auflagen, die ihm die Regierung gemacht haben, wegen Erwärmung des Wassers, wegen eines Kohlekraftwerkes, und die er bekämpft hat. Dort hat es dann ein Abkommen gegeben, welches zwischen dem Senat und Vattenfall eingegangen ist, aber der BUND hat jetzt dagegen geklagt, das ist vom Bundesverfassungsgericht. Der zweite ist vielleicht interessanter. Und zwar geht es darum, dass die Energiewende von den großen Konzernen angegriffen wird, RWE, E.ON und Vattenfall vor dem Bundesverfassungsgericht. Gleichzeitig hat aber Vattenfall gegen die Hamburger einen Schadensersatz wegen entgangenen Gewinn in der Höhe von nur 3,7 Milliarden Euro. Das Problem ist folgendes: Grundlage dieses Verfahrens ist die sogenannte Energiecharta. Das ist eine, man kann sagen, ein freies Handelsabkommen, welches 54 Staaten mit der EU gemacht hat. Und Vattenfall ist ein schwedisches Unternehmen. Und da drin ist die Möglichkeit gegeben, die Rechtsstreitigkeiten gegen einen Staat einem sogenannten Schiedsverfahren von drei Leuten zu übermitteln. Das sind alles, dann werden gewählt,
Anwälte aus großen Anwaltsfirmen, 70% solcher Verfahren gehen immer zugunsten natürlich der Unternehmen aus. Das würde bedeuten, wenn dieses Verfahren durchkommt, aufgrund eines, ja, für die Bundesrepublik Gesetzes, weil sie dem zugestimmt haben, dieser Energiecharta, und dort Partei sind, dann wäre es möglich, dass eventuell der Steuerzahler und die Steuerzahlerin zu, nehmen wir es mal hochgenommen, dann 3,2 Milliarden Euro wegen entgangenen Gewinns, wegen der ganzen Energiewende an Vattenfall zu zahlen hat. Damit aber nicht genug. Es könnte durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht demgegenüber allerdings sagt, nein, die Energiewende ist verfassungsmäßig. Und dann stehen wir da. Einerseits muss Hamburg zahlen, andererseits sagen die aber, nein, das ist verfassungsmäßig, müsste dann Vattenfall das zurückgeben. Das Problem von TTIP ist eines dieser, das ist ja nicht das Chlorhühnchen. Ich würde sagen, Chlorhühnchen wird im Dschungelcamp anders angesehen als bei uns. Es gibt durchaus Leute, die das auch gerne essen. Aber das ist Geschmackssache. Aber dieses ist ein wirklich Eingriff in die demokratische Struktur, dass hier eine Gerichtsbarkeit, die wir haben, privatisiert wird zugunsten von internationalen Konzernen. Und dieses ist etwas, ist bereits Praxis. Die Deutschen haben mit anderen Staaten ungefähr, glaube ich, über 130 solcher Abkommen, wo es den deutschen Firmen gestattet wird, nicht etwa, wenn sie irgendetwas in den Philippinen, Indonesien oder in Simbabwe dort vor Gericht haben, die brauchen dann nicht vor ein philippinisches Gericht, sondern können in Washington sich ein solches Schiedsverfahren einrichten zu lassen, um dann gegen den Staat zu klagen. Dieses ist etwas, was man mit schwachen Staaten tut. Jetzt ist das etwas, was offensichtlich auch uns droht. Und das ist das Problem. Aber wenn man das Freihandelsabkommen dann letztlich unter Dach und Fach hat, dann geht nichts anderes mehr. Im Augenblick ist ja zur Debatte gestellt, es gibt ein Abkommen, was den gleichen Inhalt wohl hat. Im Einzelnen weiß man nichts Genaues, weil darüber auch keine Transparenz besteht. Das sogenannte CETA-Abkommen zwischen Kanada und der EU. Das ist offensichtlich schon so weit, dass es eigentlich nur noch gebilligt werden muss. Und niemand hat letzten Endes darüber genaue Kenntnis. Gabriel sagt zwar immer großmögliche Transparenz und ich bin gespannt, die Fraktion der Linken hat jetzt Gabriel gefordert, dass sie dieses CETA-Abkommen auch mal der Öffentlichkeit dann unterbreitet, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Mal sehen, aber das ist dann, wenn es abgeschlossen ist, ist es recht und dann muss sich jeder Staat danach behandeln lassen. Das zweite ist, der IGH, die USA, und wie sie jetzt in Afghanistan aufgetreten sind gegen Karzai, das ist so, wie der Lehnsherr gegenüber dem Vasall auftritt. Natürlich, das ist keine Kronkolonie, das ist ein Protektorat für die USA. Dort fährt man rein, auch Frau Merkel, die fährt ja da auch nicht etwa, dass sie dort in Kabul vorspricht, sondern da geht sie dann nur ins Camp Marmal, dort in Masar-i-Sharif oder nach Kunduz. Genauso geht der US-Präsident nach Bagram, welches die Basis der späteren Militärstützpunktes in Afghanistan sein wird. Das sind postkoloniale Protektoratsstrukturen, die man dort, nicht nur dort, sondern auch natürlich in Irak eingerichtet hat. Das ist das Problem auch dann mit dem ISTGH, das darf man nicht verwechseln. Dem Internationalen Gerichtshof, das sind nur die Klagen zwischen den einzelnen Staaten. Dort ist die USA ausgetreten aus diesem Verbund, als sie nämlich 1986 im Falle des Nicaragua-Streites dort wegen nachhaltiger Verletzung des Völkerrechts verurteilt wurde. Da sagten sie, das wollen wir jetzt gar nicht mehr und statt das anzuerkennen, gehen wir aus dem IGH heraus. Was allerdings nicht bedeutete, dass immer noch ein Richter der USA im IGH drin ist. Beim Internationalen Strafgerichtshof wird es noch viel krimineller oder viel, nein, nicht krimineller, da wird es noch viel problematischer.
dem haben sich die Amerikaner vollständig entzogen und haben sogar etliche Staaten gezwungen, die Konsequenzen, die ihnen auferlegt werden aus der Unterzeichnung dieses römischen Statutes, nicht einzugehen, wenn es sich um amerikanische Staatsbürger handelt. Also der Druck wiederum eines Lehnsherrn auf seine Vasallen, dort das nicht mitzumachen. Dieses ist wiederum die Frage, was macht man mit solchen Staaten? Schmeißt man sie aus der UNO heraus? Nein, man muss sie drin behalten und man muss sie immer wieder vor die Alternative stellen, das zu negieren, was die Völkergemeinschaft oder sagen wir mal die Gemeinschaft der UN-Staaten dort so beschlossen haben. Und davor, vor diese Alternative muss man sie immer wieder stellen und ihnen immer klar sagen, das, was ihr macht, ist gegen die UNO-Charta, das ist gegen das römische Statut und das ist gegen den internationalen Gerichtshof. Anders hat man es als schwächerer Staat gar keine Möglichkeiten. Man kann ihn nicht daraus entlassen. Zur Frage Israel und Palästina nochmal. Es ist nicht ganz so. Die Teilungsresolution von 1947, die Resolution 181, ist von den Palästinensern und den Arabern abgelehnt worden. Aber die Juden haben sofort zugestimmt, weil sie sagten, sie kriegen damit einen Staat. Sie selber hatten damals nur 5,6% überhaupt des Landes dort gekauft oder besetzt. Und waren auch nur eine Minderheit, aber sie bekamen damals schon über 50% des palästinensischen Landes und sie sagten, okay, im Hinterkopf hatte Ben-Gurion das ganze Palästina, immer, das ist ganz klar. Aber sie sagten, nein, das machen wir. Und die Frage ist natürlich gar nicht so sehr, das sehe ich nicht so, dass die Siedler mal in den besetzten Gebieten die Anzahl der palästinensischen Bevölkerung auch quantitativ überragen werden, sondern die Geburtenrate der Palästinenser und der Abzug ist so hoch und der Abzug aus oder der Flucht aus Palästina ist so gering. Nein, quantitativ werden sie wohl immer die Mehrheit haben. Aber das Problem ist viel schlimmer, dass sich die internationale Staatengemeinschaft daran gewöhnt, dieses Besatzungsrecht, was völkerrechtswidrig ist, einfach anzuerkennen und den Palästinenser damit zu enteignen. Das ist das große Problem. Wie geht man mit völkerrechtswidrigen Problemen um? Ich darf nochmal auf das Beispiel Äthiopien-Eritrea zurückkommen. Das ist immer von der UNO und auch immer von der OAU abgelehnt worden. Aber dann haben die Eritreer gesiegt. Und dann sind sie schließlich auch in die UNO aufgenommen worden. Das heißt, es gibt so etwas wie die normative Kraft des Faktischen. Und das ist die große Gefahr, auch in Palästina, dass man einfach dieses Volk unterbuttert und sagt, ja, das ist nun mal so. Der Widerstand dagegen, ja, der hat bisher nicht nachgelassen, sondern auch eskaliert. Das heißt, wir haben es in Palästina nicht nur mit jenem Gebiet ist, in dem das Völkerrecht am nachhaltigsten verletzt wird, auf der ganzen Welt, sondern wir haben es auch mit einem Gebiet, in dem permanent Kriegszustand ist. Wer sich einmal die wöchentlichen Berichte der UNO über die besetzten Gebiete und Gaza anschaut, der wird feststellen, es ist ein permanenter Kriegszustand. In Fachkreisen wird das Low Intensity Warfare genannt. Und das ist leider der Zustand, der dann auch weiter sein wird. Kambodscha, Vietnam, humanitäre Intervention. Die Vietnamesen haben niemals gesagt, wir haben aus humanitären Gründen interveniert, sondern sie hatten einen klaren Grund, weil nämlich die Kambodschaner unter Pol Pot und Heng Samrin immer weiter im Mekong-Delta auch auf Vietnam zugegangen sind und auch die Grenze verletzt haben. Sie haben immer gesagt, nein, das ist etwas, was wir zum Schutz Vietnams gemacht haben und haben ihn deswegen beseitigt. Zur gleichen Zeit, vielleicht noch erinnert, ist Nyerere gegen Idi Amin vorgegangen. Und zwar ist er dort in das Land auch eingefallen. Damals waren die schönen Geschichten, Kinder essen sozusagen. Da Idi Amin wurde in den grausigsten Zeiten Farben
skizziert. Und damals ist gegen Nyerere nie etwas gesagt worden. Er hat Idi Amin beseitigt. Und durch seine Intervention. Die Beseitigung von Pol Pot durch die Vietnamesen ist in der Tat jahrelang verfolgt worden von den Chinesen und den Amerikanern durch Boykott und auch durch Embargo. Heute ist das anders. Heute sind das andere Probleme. Heute haben sie Grenzprobleme und um die Spratly-Insel. Zur Frage des Volkes und der französischen Revolution hätten wir den Begriff der Nation kommt aus der französischen Revolution, überhaupt aus der Etablierung oder der Staatswerdung und der Nationenwerdung überhaupt des ganzen europäischen Kontinents auf uns zurück. Das ist nicht meines Erachtens das Problem im Augenblick. Wir haben in Deutschland oder in Europa nicht die Probleme, sondern die werden relativ rational und sie werden auch relativ friedlich gelöst. Nehmen wir mal Belgien. Auch nehmen wir mal Deutschland, föderale Struktur, keine Probleme. Auch Italien seit dem Gruber, dem Gasperi-Abkommen im Jahre 1946 ist auch Südtirol eigentlich nicht das große Problem. Das gibt es vielleicht da intern und auch in Frankreich, ob das die Basken im Südosten sind, die Bretonen oder auch die Elsässer. Das sind nicht mehr die. Das Einzige ist in der Tat in Spanien und auch Veneto muss man nicht so ernst nehmen. Also das, da liegt es nicht an anderen, aber das wäre ein ganz neues Seminar. Die Frage, ob der vorletzte Frage, ob der Sicherheitsrat noch zeitgemäß ist, im Grunde nicht. Das ist schon ganz richtig. Er spiegelt eine Struktur, die damals dominant war, nämlich der Siegermächte. Das waren damals eigentlich nur USA, Großbritannien und Sowjetunion. China wurde hinzugenommen als eine nicht zu vernachlässigende Großmacht, allein über eine Milliarde Menschen. Und Frankreich ist auch erst später da zurückgekommen, 1945 waren sie noch nicht da. Denen hatte man Pétain und damals nicht, das hat man nicht nachgesehen, sondern hat gesagt, ihr seid gar nicht befreit, ihr habt euch nicht selber befreit, ihr seid befreit geworden, sondern ihr habt eine Kollaboration gemacht. Nur dann sagte man sich, Frankreich kann man nicht beiseite lassen. Also wurde der Kreis der Großmächte auf 5 erhöht. Russland, USA, China, England, Großbritannien. Heute entspricht das überhaupt nicht mehr der Situation, nur man muss als Realist Folgendes sehen. Diese 5 Staaten werden auf ihr Veto nie verzichten. Auch nicht zugunsten England und Frankreich, zugunsten der EU, um dann ein Veto zurecht zu bekommen. Das ist vollkommen. Und sie werden auch niemanden hinzulassen, der noch ein Vetorecht bekommt. Das ist vollkommen. Da sind sich die Russen und die Amerikaner einig. Das Einzige, was im Augenblick diskutiert wird, und das ist sozusagen eine Demokratisierung des Sicherheitsrats, dass man sagt, Asien ist unterrepräsentiert, also sollte da noch eine Großmacht hinzu, Indien zum Beispiel. Afrika ist unterrepräsentiert, da sollte zumindest eine oder zwei noch als ständige Mitglieder, aber ohne Vetorecht hinzu, Nigeria und Südafrika eventuell und auch Lateinamerika ist unterrepräsentiert, es sollte hinzukommen, da müssten die sich einigen, wer oder was. Das ist das höchste der Gefühle. Die Demokratisierung des Sicherheitsrats durch ständige Mitglieder und zwar ohne Sicherheit. Und die Deutschen sollten es sich abschminken. Schon die Italiener kriegen, denen sträubt sich die Nackenhaare, wenn sie sich daran erinnern, dass die Deutschen jetzt auch noch im Sicherheitsrat einen ständigen Sitz bekommen. Das ist einfach illusorisches, sagen ja, Großmachtdenken. Das wird auch nie stattfinden. Das sollten sie sich abschminken. Das Letzte, die Frage Serbien und Völkermord. Auch das ist keine juristische Frage, sondern es ist die Frage wirklich, gab es das? Ich erinnere nur noch, wie es damals mit Lügen, dieser Krieg ja auch begründet worden, der Hufeisenplan mit Ratschak und was dort alles war. Ich habe großes Bedenken, ob es überhaupt dort so etwas wie einen Genozid
gegeben hat, dort im Kosovo. Das ist hier begründet worden oder es musste begründet werden, um überhaupt einen Grund für eine Intervention vorzeigen zu können. Aber es gibt sehr viele, die das sehr mit begründeten Argumenten bezweifeln. Ich will diese Diskussion hier nicht, da müsste man sich genauer noch vorbereiten. Aber ich persönlich habe nie den Eindruck gehabt, dass es wirklich ein Genozid war. Und wenn es auch ein Genozid war, so konnte nach der Völkerrechtskonvention es niemals einem einzelnen Staat oder auch nur einer einen Gruppe von Staaten wie der NATO überlassen werden, das zu entscheiden, dass es dort einen Genozid gab und dann die weitere Entscheidung zu greifen, wir müssen militärisch eingreifen. Beides ging nicht, sondern dann hätte man das dem Sicherheitsrat vorlegen müssen. Nur alle Staaten, die da involviert waren, wussten, dass die Russen und die Chinesen Nein sagen würden. Deswegen haben sie sich überhaupt nicht an den Sicherheitsrat gewandt. Ja, vielen Dank nochmal, Pech. Ich glaube, die Zeit spricht dafür, dass wir das jetzt beenden.